In dieser Seminarreihe mit Doris Richter geht es um 26 Bäume im Spiegel von 26 unsterblichen Leitsternen der Menschheit. Es geht um große Vorbilder und ihr Bewusstsein als Quelle der Kraft, vorgestellt in dem jeweiligen Baumcharakter. Samuel Hahnemann im Spiegel des Birnenbaumes, Genius einer wundersamen Heilkunst, Meister der Homöopathie. Ein Vortrag von Doris Richter, aufgezeichnet 2007 in der Schweiz. Schlüsselwort: Hingabe. Geboren am 10.04.1755, gestorben am 2.07.1843. Ich möchte euch alle sehr, sehr herzlich begrüßen. Heute haben wir das achte Genie zu besprechen. Es ist Samuel Hahnemann im Spiegel des Birnenbaums. Und das ist wahrscheinlich ein besonderer Abend, denn ihr seht das schon, es geht relativ tief, nicht unbedingt in seine Lehre, sondern in seine Seele. Hahnemann als Genie, Hahnemann aber auch als verwundeter Heiler. Ja, was ist das eigentlich, ein verwundeter Heiler? Verwundung klingt nach Verletzung und Verletzung klingt nach Kriegsfeldern. Nicht unbedingt nur nach Krankheiten. Nach Gewalt auf Kriegsfeldern, auf verschiedene Interessen, die aufeinanderschlagen, auf Eroberung kommt man zu sprechen. Und jetzt sehen wir schon, ui, plötzlich haben wir ganz andere Bilder. Und ich habe das Gefühl, dass viele von uns am Ende dieses Abends eine neue Art zu sehen haben, was Homöopathie ist. Was ein Mensch ist, der eine vollkommen neue Medizin in unsere Welt gebracht hat. Und auch, wie das Herz von so einem Menschen schlägt. Hahnemann war ein König. Ein mächtiger, sehr, sehr mächtiger König. Und wie das so ist mit den Königen, sie haben einen Weg zu gehen. Sie bauen sich auf. Sie erhalten ihr Königreich. Und irgendwann in der Zeitlichkeit verlieren sie ihr Königreich. Und dieser Aufbau, die Erhaltung und die Zerstörung, die hat einen sehr tiefen Sinn. Aber in den Phasen, in denen der König diese Abschnitte durchlebt, hat er immer nur ein einziges Bild vor Augen, einen einzigen Wunsch, einen inneren Antrieb. Und das ist die Liebe zu seinem Volk, zu seinem Reich. Dass er als König für seine Untertanen sorgt, sozial, menschlich, für das rein irdische, also die Ernährung, für das Geistige, für das Spirituelle. Wenn der König das Reich aufbaut, dann hat er Kraft, dann hat er Unterstützung und alles ist sehr, sehr, sehr schön. Das heißt nicht, dass es nicht anstrengend ist. Wenn das Reich zerfällt, ist es für so einen Menschen, der an so einer ganz hohen Spitze steht, extrem schmerzhaft. Denn er verliert ja nicht nur sein Reich, er verliert sein Herz, er verliert sein Leben, seinen Sinn. Hahnemann war so ein König und der tiefe Sinn des Verlustes, der lag darin begründet, dass er die Evolution vorantrieb in sich selbst, nämlich vom König, der alles verliert, sein Reich, seine Anerkennung, sein Wissen und viel Zweifel in sich selbst und außen erntet, dass sich sein Wesen vom König zum Priester wandelt. Hahnemann stand genau an dieser Schwelle und deshalb war er der verwundete Heiler. Er war
Heiler in sich selbst. Er war auf dem Weg zum Heilwerden, als König, zum Priester. Aber er war selbstverständlich auch in diesem Zustand höchst verwundet. Ein enorm großer Schritt, den eine menschliche Seele zu machen hat in der Gemeinschaft der Menschheit. Und nochmal ein gigantischer Schritt auf der Schwelle, wo er stand als zukünftiger Geber von einer spirituellen Medizin. Das ist ein schweres Leben. Und wir haben ja schon gehört von Beethoven, von all den großen Leuten, die ich schon gebracht habe, von Nelson Mandela, von James Cook und all diesen großen Vorbildern, dass Genies nicht unbedingt so viel Zeit haben, sich zu feiern. Denn wenn die Welt merkt, dass sie ein Genie waren, dann sind sie meistens schon tot. Und dann haben sie diese große Kraft in die Welt gesetzt und haben eigentlich nur noch die höchste Ehre zu erwarten. Aber das ist eben das, auf was es ankommt. Und so konnte auch Hahnemann selbst nicht mehr wirklich erfahren, was er geleistet hat. Aber ich denke, wir werden heute alle davon eine kleine Ahnung bekommen. Hahnemann war Zeitgenosse Beethovens. Im selben Zeitabschnitt, in dem sich auch die große Musik wandelte, kam er auf die Welt. Und er war ein Mensch, der in einem Haus groß wurde, wo sehr viel Wert auf Bildung gelegt worden war. Sein Vater, er war das dritte von 5 Kindern, wünschte, dass er ganz früh sehr viel lernte. Er wurde mit Sprachen aufgezogen, verschiedene Sprachen. Er wurde mit Wissen von alten Philosophen und großen Menschen erzogen. Und er nahm das wie ein ausgetrockneter Schwamm auf und konnte gar nicht genug bekommen vom Lernen. Es war zum Beispiel so, dass sein Vater ihn morgens in ein Zimmer setzte, in dem keine Ablenkung war, in dem es auch dunkel war. Und der Vater gab ihm eine Aufgabe, eine intellektuelle Aufgabe. Und damit hatte er sich den Tag über zu beschäftigen. Und wenn der Vater nach Hause kam, dann wurde gefragt, was er sich erarbeitet hatte geistig. Und es gab so eine Disputation über dieses Thema. So wurde er so von klein auf angelernt, ein Geisteswissenschaftler zu sein. Und diese frühen Jahre haben ihn natürlich ganz extrem geprägt. Er wollte gerne studieren, aber es war nicht sehr viel Geld in der Familie. Man hatte damals nicht so viel Geld. Man konnte sich nicht einfach leisten, Kinder zum Studium zu schicken. Aber er bekam sein Studium auch durch Spenden von Menschen, die ihm günstig waren. Und er entwickelte sehr, sehr schnell einen ausgeprägten Sinn, Menschen zu helfen. Er studierte Medizin mit sehr großem Erfolg, auch Chirurgie. Er kannte sich in der Chemie aus. Er wurde unglaublich breit gefächert, sich selbst sozusagen ausbildend, auch in seinen Sprachen. Man sagt, er hat 8 Sprachen fließend gesprochen. Und er war der Begründer in der zweiten Lebenshälfte von einer vollkommen neuen Heilmethode, das war die Homöopathie. Ähnliches Leiden von griechisch Homöios, das Gleiche, Gleichartige, und Pathos, das Leid, die Krankheit, heißt also, dass das Leiden, ein ähnliches Leiden, was gleich ist, sozusagen mit Gleichem behandelt wird. Mit etwas, was in der Natur also ein Leiden auslöst, das wäre das Heilmittel für das Leid. Diese Methode 2007 ist weltweit eine sehr umstrittene Methode. Sie war damals um 1800 eigentlich geboren. 1800 sagt man, 1801 wurde das erste Mal von Homöopathie gesprochen. Und sie ist nun über 200 Jahre alt und hat sehr, sehr viele Menschen in Streit gebracht. Und wir werden nachher auch genau verstehen, warum. Auf jeden Fall steht fest,
dass die Homöopathie, also seine Lehre, inzwischen in den 200 Jahren auf der ganzen Welt bekannt ist und dass man sie überall wiederfindet unter den Therapeuten. Hahnemann war ein sehr, sehr fleißiger Mensch. Er hatte kein Stehenbleiben, er konnte nicht aufhören. Er war extrem innerlich und äußerlich aktiv. Man könnte fast sagen, er war getrieben. Und von Anfang an war er sehr kritisch gegenüber allen Methoden, die Patienten schädigen können. Und jetzt lese ich euch mal vor, was er damals über Schädigungen, die Einfluss nahmen in Therapien, gesagt hat. Es gibt einen Brief an Hufland, wo er schreibt: Ich machte mir ein empfindliches Gewissen daraus, unbekannte Krankheitszustände bei meinen leidenden Brüdern mit diesen unbekannten Arzneien zu behandeln, die als kräftige Substanzen leicht das Leben in Tod verwandeln oder neue Beschwerden und chronische Übel herbeiführen können, welche oft schwerer als die ursprüngliche Krankheit zu entfernen sind. Auf diese Weise ein Mörder oder Verschlimmerer des Lebens meiner Menschenbrüder zu werden, war mir der fürchterlichste Gedanke. So fürchterlich und ruhestörend für mich, dass ich in den ersten Jahren meines Ehestandes die Praxis ganz aufgab und fast keinen Menschen mehr ärztlich behandelte und bloß, wie Sie wissen, mich mit Chemie und Schriftstellerei beschäftigte. Also er sah als Arzt, ganz jung schon, wie Ärzte, Therapeuten Menschen behandelte. Also zum Beispiel mit Quecksilber, mit Aderlässen. Also man nahm das Blut raus und wenn der Patient nicht gleich besser wurde, wurde man nochmal zur Ader gelassen, dann wurde man nochmal sozusagen mehr Blut leer und nochmal. Und er sah viele Merkwürdigkeiten, auch wie man Arzneien zusammenmischte in den Apotheken. Und er sah auch, dass es manche Arzneimittel gar nicht waren, die da scheinbar verabreicht wurden. Dass etwas irgendwie dem Patienten gegeben wurde in der Hoffnung, dass der Patient davon geheilt wurde und dass das immer irgendwelche schwerwiegenden Nebenerscheinungen hatte. Das beobachtete er. Er war also hochgradig interessiert an dem, was mit dem Patienten los war und er litt für die Patienten mit, wie man hier in diesem Satz sehen konnte. Und das brachte ihn schon in den ersten Jahren seiner Medizin dazu, dass er an Hufland, der ihn da auch sehr protegierte in seiner Idee zu helfen, dass er an Hufland diesen Brief schrieb. Das ist ein ganz wichtiges Dokument und man sieht da so seinen Leidensweg, ne? Wenn er Patienten betreut und dann irgendwo in Zweifel kommt und dann aufhört, dieser Tätigkeit nachzugehen. Man muss wissen, Hahnemann war sehr jung schon Arzt geworden. Er hatte seine Frau kennengelernt in einer Apotheke als Tochter eines Apothekers und die zwei liebten sich, die bekamen relativ schnell dann auch Kinder und er hatte eine Familie zu versorgen. Und trotzdem er eine Familie zu versorgen hatte, war er nicht in der Lage zu sagen, ich verdiene jetzt mein Geld als Arzt, weil er die Missstände dort sah und weil er das nicht vereinbaren konnte. Und kann man sich vorstellen, wenn man Ehefrau ist von einem Aufsteiger, der sehr viel alles weiß, sehr klug ist, auch eine Karriere vor sich hat, dass wenn man da so eine Ehefrau ist, die ja ihre Kinder ernähren sollte, eins nach dem anderen kam, im Gesamten hatte Hahnemann zum Schluss 11 Kinder, dass das für so eine Frau nicht so ganz angenehm ist. Er ließ sich aber auch in den Jahren nicht davon abbringen, einfach zu sagen, solange es solche Medizin gibt, kann ich diese Medizin nicht ausführen und begann dann diesen Beruf scheinbar an den Nagel zu hängen und verdiente sein Geld mit Übersetzungen. Er übersetzte sehr viele Werke, verschiedene Werke, Apothekerlexikas, aber auch Chemiewerke und so weiter und er beschäftigte sich ununterbrochen mit diesen materiellen Substanzen, die auch in der Schulmedizin als Arzneien gegeben worden waren.
So teilte er sich auf, zum Beispiel nachts in Ruhe zu übersetzen und tagsüber seine Studien zu machen, während sie als Familie, die Hahnemanns, ein Kind eben nach dem anderen bekam und immer wieder von einem Ort zum anderen reisten, auch aus Existenznot getrieben, gab es die ersten paar Jahre gar keine positive Ausrichtung, was die Lukrativität eines Geschäftsfeldes anging in damaliger Zeit für Hahnemann. Waren also sehr, sehr schwere Jahre. Aber sie veränderten diesen Mann nicht in dem Sinne, dass er klein nachgab, sondern genau das Gegenteil geschah. Er wurde eigentlich immer klarer in der Beobachtung, wie man Menschen in dieser Zeit eben therapierte und sah immer tiefer in diese Missstände hinein. Er war sozusagen ein Streiter in diesem Bereich. Wieso steht Hahnemann als Genie im Birnenbaum? Die Birne heißt übersetzt Feuer. Und genau das ist die Assoziation, die mir hier zu Hahnemann am besten einfällt in den ersten Jahren. Er war ein sehr feuriger Denker, sehr kluger Beobachter, aber auch ein feuriger intellektueller Mensch, der Schlussfolgerungen zog und immer im tiefen Sinne seiner Religiosität die Verbindung schuf zur Wahrheit. Ist das die Wahrheit, wenn wir die Kranken so behandeln? Die Birne ist aus dem Lateinischen Birrum und bedeutet Feuer. Die Birne steht im Baumrad nach der Baumheilkunde an achter Position. Wir haben das ganze Wasserelement mit unseren Vorbildern durchgearbeitet und stehen jetzt am Ende dieser Entwicklung im Wasserelement. Und wir haben ja schon gesehen im Baumrad, alle Bäume kommen aus der Mitte der Esche, dem Urfeuer, der Kreativität, der Schöpfungskraft Gottes sozusagen oder des Urgeistes, wenn man das so sagen darf, oder der Uridee, wie Blavatsky das ausdrückt. Wir sind kurz dabei, vom Feuer ins Wasser zum Feuer überzuwandeln. Und hier kriegt man nochmal diese ganz tiefe Erfahrung in der Acht, dass Feuer und Wasser in einer so hohen Form miteinander kommunizieren, dass sie sich vermählen. Wenn Feuer und Wasser eins werden, dann haben wir ein ganz tiefes Erfahrungsgut des Geistes, weil es ist eine kymische Hochzeit, wenn Wasser und Feuer sich in höchster Form vermählen. Die Birnen, wenn sie reif sind und fallen auf den Boden der Erde, dann faulen sie relativ schnell. Sie geben sich sehr, sehr schnell hin. Diese Faulheit in den Birnen kommt den Samen zugute, weil die Ideen möglichst schnell von dem Baum über die verfaulende Frucht in den Boden hineinkommen. Groß gesagt, ohne Umwege. Und so war auch Hahnemann. Von dem faulen Zustand kam er so schnell in die Ursache. Was ist hier eigentlich faul in der Medizin? Ja? Und bei dieser Arbeit hat er dann etwas ganz Neues, eine neue Idee erfasst, die natürlich in ihm schon lag, wie der Same in der Birne. Und hat diese Idee in die Form gebracht durch Forschung, immer wieder Erforschung, Weiterforschung, Weiterforschung, niemals nachlassen in diesem Werk, um sie dann der Welt zu übergeben. Das ist das Werk, was das Genie in sich zeigt. Hier beginnt nämlich jetzt meine Erklärung, warum es ein Genie war, dieser Mann. Er sah die Missstände, er sah die Faulheit, er hatte die Idee, das kann so nicht gehen, es muss irgendetwas anderes geben. Und von dem Moment an hat er trotz aller Anfeindungen und Widerstände nicht mehr losgelassen bis zum Schluss. Ja, und er ist ja fast 90 geworden. Für diese Idee einer neuen Medizin, die den Patienten nicht schadet, sondern durch die Krankheit durchführt, wie ich das immer nenne, zu kämpfen, zu arbeiten, dazustehen und einzustehen. Dafür braucht man sehr viel Feuer. Und immer diese Faulheit der Welt, das Zersetzende in der Medizin, ist übrigens heute noch da. Das hat ihn begleitet, um diese Kraft in den Boden hineinzubringen. Die Position 8, also ein feuriges Wesen, was mitten im Wasser steht und doch die Kraft des Geistes nicht verliert. Manche Menschen mögen Birnen,
Manche Menschen mögen sie überhaupt nicht. Ja, das hat so diesen Streit in sich, ne? Ein Mensch, wenn er wächst, der muss unbedingt gepflegt werden von seinen Eltern, damit die Idee sich weiterentwickeln kann. Hahnemann hatte eine solche Familie. Sein Vater hat ihn von früh an gelehrt. Und als seine Eltern, wie das so ist bei einem erwachsenen Menschen, keinen Einfluss mehr hatten, da hatte er Vorbilder. Und die Vorbilder waren unter anderem Hippokrates, Paracelsus. All diese großen Vorbilder, in denen er nun wandelte. Wir wissen ja, Ärzte haben sich mit Hippokrates zu beschäftigen. Sie haben einen Schwur zu leisten, Menschen nicht zu schaden. Sie wandeln sozusagen in den Vorbildern und sollen dort in den Vorbildern beschützt werden, groß werden und gestärkt werden, wenn sie sich an diese Vorbilder halten, also den Weg dieser Wahrheit weitergehen. Er hat das ohne Probleme gemacht und seinen Charakter, den kann man eigentlich mit kurzen Schlagworten folgendermaßen beschreiben. Er war ein Rebell gegen die Heilkunst seiner Zeit. Und die Heilkunst damals war relativ rudimentär. Es war die Kunst, die Krankheit möglichst schnell totzuschlagen, die Krankheit zu verdrängen, damit der Mensch wieder weitermachen kann in seinem normalen Vorgang. Dieser Aspekt, der da mit so viel Schwere, mit so viel Gefährlichkeit vonstatten ging, der war schmerzhaft nicht nur für den Patienten, sondern der war auch schmerzhaft für einen mitmenschlichen Arzt, der mit dem Patienten leidet. Das konnte Hahnemann schmerzhaft in dem Sinne als verwundeter Heiler nicht aushalten. Er stellte das in Frage und er war dabei, für alle, die das nicht sehen konnten, ein Krieger zu werden und zu sagen: Ihr Lieben, so geht das nicht. Wir müssen irgendetwas Neues entwickeln. Und da ja keiner irgendwie Interesse hatte, was Neues zu entwickeln, stand er da relativ alleine da. Es gab nur ganz wenige Leute, die ihn unterstützen konnten, auch gedanklich in seiner Form, in seinem feurigen Eifer unterstützen konnten. Auch von seiner Art, wie er wirkte, nämlich fanatisch vielleicht für viele, fand er sehr, sehr wenig Menschen, die ihn unterstützten. Was begann eigentlich in den Jahren, wo er übersetzte? Er übersetzte Chemiewerke, er befasste sich mit Pflanzen, mit Apotheker-Dingen, also mit Pflanzen jeder Art, um die zu erforschen, weil er festgestellt hat, dass manche Pflanzen eben gar nicht die Pflanzen waren, die die Patienten bekamen. Oder dass Mischungen da waren, die eigentlich haarsträubende Mischungen waren. So studierte er das also alles ganz genau und entwickelte dadurch eine immer klarere Idee von Heilwerden. Man muss sich vorstellen, er hat jede einzelne Pflanze angeschaut. Wir haben heute noch das Apothekerlexikon in altdeutscher Schrift. Und wir können von A bis Z sämtliche Pflanzen, die damals herkömmlich waren, durch seine Schrift nachvollziehen und seine Gedankengänge nachvollziehen. Er hat also alles genau erforscht. Und nicht nur, dass er eine Basis hatte in der ganzen Pflanzenheilkunde, nein, er hatte auch eine sehr große Basis in der ganzen Chemie, sodass er, wenn er Werke übersetzte, die Werke verdoppelte, verdickte, immer mehr Anmerkungen machte. Die waren schon doppelt so dick, weil er so viel Anmerkungen machte und teilweise auch kritisierte, was falsch war in diesen Werken. Also es war ein Gigant von Wissen, der aber immer, bedenken wir das, immer in Existenznöten war, denn diese ganze Kraft, die er da hatte, die hatte auch wohl zur Folge, dass seine Frau ein Kind nach dem anderen bekam. Und das bedeutete natürlich immer auch irgendwie existenzielles Überleben. Und ich will hier eigentlich gar nicht erzählen, wo er überall rumgereist ist. Er ist in Meißen geboren. Am Ende seines Lebens ist er in Paris gestrandet und dazwischen hat er x-mal einen Umzug gemacht, um immer wieder bessere Positionen zu finden. Seine ersten Jahre waren Kampf gegen diese Heilkunst und ein Aufgeben seiner ärztlichen Tätigkeit.
dann entwickelte er ganz, ganz langsam durch die Ehrfurcht zum Kranken diesen inneren Ruf, doch weiterzuarbeiten. Und das war natürlich ein entscheidender Weg, denn da saß ja die Idee schon als Anfang, die neue Heilkunst, die aus ihm herauskam. Also er hatte eine sehr große Ehrfurcht vor dem Schicksal, er hatte eine leidenschaftliche Gewissenhaftigkeit und er hatte das Gesetz von der Erhaltung der Lebenskraft immer tiefer verstanden. Das geht um Aufbau, nicht um Zerstörung. Es geht um, dass die Krankheit überwunden wird, nicht die Krankheit unterdrückt wird. So begann er ganz langsam etwas ganz Interessantes. Er versuchte Pflanzen als Therapeutikum einzusetzen und verdünnte diese Pflanzen immer mehr. Das war der Anfang von dieser großen Idee, Potenzen herzustellen, und das hat über Jahrzehnte gedauert. Man muss sich vorstellen, er hat festgestellt, dass die Pflanzen und Heilmittel, zum Beispiel Quecksilber, in viel zu großen, heftigen Dosen gegeben worden sind. Und so fing er ganz langsam an, den Gedankengang zu festigen, dass die Dosen verdünnt werden müssen. Das hat über Jahre gedauert. Er hat alle möglichen Pflanzen und Kräfte ausprobiert, mit der Idee, dass das, was mich krank macht, eventuell in der Natur auch da sein muss. Also zum Beispiel eine Pflanze muss einen Gesunden krank machen, und je nachdem, wie die Symptome sind, müssen die Symptome so sein, dass sie bei dem Kranken, der diese Symptome hat, eine Heilung auslösen. Er hat jahrelang sämtliche Pflanzen erforscht und immer mehr verdünnt. Das ging über viele, viele Jahre. Immer, immer mehr verdünnt. Und das endete natürlich auch darin, dass er immer mehr ausgelacht wurde, weil wenn man mit ganz, ganz, ganz furchtbar verdünnten Mitteln arbeitet, dann kann das nicht mehr so in den Kopf eines normal Denkenden reingehen, der materialistisch denkt. Der sagt, das kann doch überhaupt nicht mehr heilen, das kann doch überhaupt nicht mehr wirken. Die Homöopathie war nicht bumm, einfach da. Wir nehmen ein Heilmittel, sage ich mal Nieswurz, wir verdünnen und potenzieren das und wir geben die Potenz, sondern es sind viele, viele Jahre des Forschens und Ausprobierens hier in diesem Leben am Anfang gestanden. Das war ein sehr langes Leben, und man hat sich vorzustellen, er hat alles Mögliche ausprobiert, hunderte von Pflanzen, hunderte von Chemikalien an hunderten von Leuten, auch natürlich bei seiner Familie. Es wurden Leute, die gesund waren, sozusagen als Probanden genommen, um diese Pflanzen auszuprobieren. Was haben sie für eine Krankheit im Gesunden herausgeholt, um sie dann bei einem Kranken einzusetzen? Das bedeutet natürlich, die ganze Symptomatologie zu erfassen, also sämtliche Symptome zu erfassen, die eine Pflanze bei einem Gesunden auslöst, die wiederum bei einem Kranken dann eingesetzt wird. Also die Homöopathie begann mit einer Erforschung der Verdünnungen und wie sie beim Gesunden Auswirkungen haben. Da war er ganz einsam und fühlte sich dementsprechend einsam, und selbst Hufland, der ja bei ihm eigentlich noch ganz gut in Kommunikation war, hatte dann irgendwann im Laufe der Jahre auch seine Grenze erkannt und meinte, jetzt hat der liebe Hahnemann wahrscheinlich doch ein bisschen einen Knacks wegbekommen. Denn diese Verdünnung, das kann man nicht mehr nachvollziehen. So ganz langsam in der Erforschung und des Nicht-Loslassens von diesem Arbeitsprozess kam er eben auf die Idee, Ähnliches wird mit Ähnlichem geheilt. Das war aber noch nicht die Potenzierungsidee, sondern nur die Verdünnungstheorie, die er dann an unzähligen von Leuten ausprobieren sollte in den späteren Jahren. Eigentlich, wenn man genau zurückguckt in die Geschichte, war das keine neue Sache, weil Paracelsus im 15. Jahrhundert das schon gesagt hatte, dass Ähnliches heilt. Doch Hahnemann war nach 300 Jahren derjenige, der in dieser Drangsal der Heilkunst, die da wirklich dann niederlag, diese Dinge plötzlich irgendwie wieder in sich zur Gestaltung brachte. Er
hatte nicht so viele Patienten, denn er musste sich ja sozusagen um seine Patienten immer bemühen. Er hatte ja sehr viel Anfeindungen und so konnte er das nicht in dem Sinne, wie man sich das heute vorstellt, ausprobieren, sondern er war immer auf der Suche nach Patienten. Er hatte Chirurgie gelernt, er hatte Pharmakologie gelernt, er war auch in der Psychiatrie sehr, sehr am Arbeiten. Er hat sich mit Hygiene auseinandergesetzt. Er hatte sehr, sehr große Ansätze, über ein breit gefächertes Gebiet Bescheid zu wissen. Aber wie das oft so ist mit Menschen, die sehr, sehr viel wissen, die ecken mit diesem vielen Wissen sehr, sehr stark an in der Gemeinschaft. Es sind die sogenannten Eiferer, die in der Gemeinschaft nicht akzeptiert werden. Gut, also er versuchte die Krankheit hier zu verstehen, auch Hippokrates versuchte es schon zu verstehen, die Krankheit entsteht durch Einflüsse, die den Heilmitteln ähnlich wirken und wird beseitigt durch Mittel, die ähnliche Erscheinungen bewirken. Er hatte das also irgendwo wieder erfasst. Paracelsus war ja auch ein sehr seltsamer Zeitgenosse. Er sagte zum Beispiel, das Vollkommen muss aus dem Licht der Natur genommen werden, wie von Gott die Apostel genommen haben. Weißt du, dass eine Krankheit arsenikalisches Gepräge hat? Zeigt dir dieses die Kur an, denn Arsenik heilt Arsenik, Anthrax heilt Anthrax, wie Gift nun mal Gift heilt. Es ist eine Idee, die absolut tiefgreifend ist, wenn man sie mal verinnerlicht hat. Und die Hahnemann bis zur Perfektion wieder aufgriff, ja, und uns heute hinterlässt. Ja, da gibt es so einen Spruch aus der Glocke von Schiller: Frischgesellen sei zur Hand, von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Das ist so ein Abschnitt aus der Glocke von Schiller, der hier eigentlich am besten passt zu Hahnemann. Es war einfach immer nur Arbeit. Es gab nichts anderes. Und selbstverständlich spiegelt sich das in seinen schriftlichen Auseinandersetzungen. Und wir Homöopathen, wir sind ja die Erben, dazu sozusagen die Apostel von diesem Gott, ja. Wir sitzen auch immer so um Bücher herum und ich habe das hier so ein bisschen aufgebaut. Wenn man oben bei uns hinschaut, da ist es nicht, das ist nur, ich glaube, das ist nicht mal 5% von dem, was wir eigentlich haben müssen, denken wir als Homöopathen, ja, um das nun alles nachzuschlagen, was dann die verschiedenen Homöopathen gesagt haben, Bönninghausen, Kent, all diese großen Leute, Clarke, wir müssen das einfach alles nachschlagen und als Homöopathen, eben als Apostel des großen Gottes, ja, in dieser Hexerei der Homöopathie, sitzen wir dann da mit vielen Brillen. Ihr seht, ich habe schon zwei, falls ich eine verliere und ich nicht schnell genug nachschlagen kann, sitzen wir dann da alle mit unseren Büchern und sagen immer nur, ah, oh, ist ja interessant, schmeißen unsere Brille hin, gucken den Patienten wieder an, auch in Gedanken, wenn er nicht da ist, und sind einfach aphrodisiert, ja, aphrodisiert von der Idee des Geistes. Aber dazu muss man eine bestimmte Affinität haben und die kommt natürlich dann auch nicht so gut an beim Rest der Welt. Das heißt, man zieht sich irgendwo zurück und dann hofft man auf Patienten und die kommen dann ja auch in Strömen, wenn man sich da richtig mit auskennt. Ja? So hat Hahnemann da also gesessen und er hat eine merkwürdige Kraft entfaltet. Lies euch mal vor, was für eine Kraft ich meine. Er sagt im Paragraph 52, es gibt nur zwei Hauptkurarten, diejenige, welche all ihr Tun nur auf genaue Beobachtung der Natur, auf sorgfältige Versuche und reine Erfahrung gründet, die homöopathische, und eine zweite, welche dieses nicht tut, die allopathische. Jede steht der anderen gerade entgegen und nur wer beide nicht kennt, kann sich dem Wahne hingeben, dass sie sich je einander nähern könnten und wohl gar sich vereinigen ließen, kann sich gar so lächerlich machen nach Gefallen der Kranken, bald homöopathisch, bald allopathisch in seinen Kuren zu verfahren. Dieses verbrecherische Verrat
an der göttlichen Homöopathie zu nennen. Also es gibt nur zwei Kurarten, es gibt die Homöopathie und es gibt die Allopathie. Und die Leute, die das vermischen, die sind total daneben. Die sind eigentlich schlimmer als alles, was schlimm ist. Ja? Das ist Paragraph 52. Er hat ein Werk geschrieben, das heißt das Organon. Das ist 6-mal verbessert worden von ihm. Immer wieder verbessert worden. Und aus dem lese ich jetzt noch was. Noch nie unterstrichen, Paragraph 59. Noch nie in der Welt wurden bedeutende Symptome anhaltender Krankheiten durch solche palliativen Gegensätze behandelt, ohne dass nach wenigen Stunden das Gegenteil, die Rückkehr, ja offenbare Verschlimmerung eines solchen Übels erfolgt wäre. Gegen langwierige Neigung zu Tagesschläfrigkeit verordnet man den in seiner Erstwirkung ermunternden Kaffee. Und als er ausgewirkt hatte, nahm die Tagesschläfrigkeit zu. Gegen öfteres nächtliches Aufwachen gab man, ohne auf die übrigen Symptome der Krankheit zu sehen, abends Mohnsaft, der seine Erstwirkung zufolge für diese Nacht einen betäubenden, dummen Schlaf zu Wege brachte. Aber die folgenden Nächte wurden dann noch schlafloser. Den chronischen Durchfällen setzte man, ohne auf die übrigen Krankheitszeichen Rücksicht zu nehmen, eben diesen in seinen Erstwirkungen leibverstopften Mohnsaft entgegen. Aber nach kurzer Hemmung des Durchfalls war derselbe hinterdrein, nur desto ärger. Heftiger, oft wiederkehrende Schmerzen aller Art konnte man mit dem Gefühl betäubenden Mohnsaft nur auf kurze Zeit unterdrücken. Dann kamen sie stets erhöht, oft unerträglich erhöht, wieder zurück oder andere weit schlimmere Übel dafür. Gegen alten Nachthusten weiß der gemeine Arzt nichts Besseres, als den jenen Reiz in seiner Erstwirkung unterdrückenden Mohnsaft zu geben, welcher danach die erste Nacht vielleicht schweigt, aber die folgenden Nächte nur desto angreifender wiederkehrt. Und wenn er dann nochmals und abermals mit diesem Palliative in hochgesteigerter Gabe unterdrückt wird, so kommt Fieber und Nachtschweiß hinzu, eine geschwächte Harnblase und daher rührende Harnverhaltung. Dann suchte man durch die antipathischen Gegensätze der die Harnwege aufreizenden Kantaridentinktur zu besiegen, wodurch zwar Anfang Ausleerung des Urins erzwungen, hinterdrein aber die Blase noch unreizbarer und unvermögender wird, sich zusammenziehend und die Harnblasenlähmung ist vor der Türe. Mit den in starker Gabe die Därme zur häufigen Ausleerung reizenden Purgierarzneien und Laxiersalzen wollte man alte Neigung zu Leibverstopfung aufheben, aber in der Nachwirkung war der Leib nur desto verstopfer. Langwierige Schwäche will der gemeine Arzt durch Weintrinken heben, was doch nur in der Erstwirkung aufreizt, daher sinken die Kräfte nur desto tiefer in die Nachwirkung. Durch bittere Dinge und hitzige Gewürze will er langwierig schwache und kalte Mägen stärken und erwärmen. Aber der Magen wird von diesen nur in der Erstwirkung aufregenden Palliativen, in der Nachwirkung nur desto untätiger, lang anhaltender Mangel an Lebenswärme sowie Frostigkeit, soll auf verordnete Bäder weichen. Aber desto matter, kälter, frostiger werden die Kranken hinterdrein. Stark verbrannte Teile führen auf Behandlung mit kaltem Wasser zwar augenblicklich Erleichterung, aber der Brennschmerz vermehrt sich hintendrein, unglaublich, und die Entzündung greift um sich und steigt zu einem desto höheren Grade. Nun, durch schleimerregende Niesemittel, will man alternden Stockschnupfen heben, merkt aber nicht, dass er durch dies Entgegengesetzte immer mehr in der Nachwirkung verschlimmert und so weiter und so fort. Also, er hat das halt mit einer unglaublichen Genauigkeit, hat er das genau aufgeschlüsselt, was eigentlich den einzelnen armen Kranken passiert. Ja? Und man merkt schon, wenn man zuhört, man merkt den Eifer und nur der ist wichtig, denn sonst hätten wir heute keine Homöopathie. Dass das aber natürlich nicht so gut ankommt, ist logisch und dass das den Rest der Welt sozusagen immer mehr in die Faulheit treibt, darauf überhaupt noch zu reagieren, ist auch eine Reaktion gewesen. Gut, er hat einen riesen Arbeitsstil gehabt, den wollte ich damit eigentlich eben mal sagen. Aber gucken wir zurück, was ist denn mit Hahnemann eigentlich los, dass er ein Genie ist im Birnenbaum? Es ist ein Genie nötig, um so viel Verderbnis, wie damals in der Medizin war,
anzuschauen, zu beschreiben, die Hingabe zu besitzen, diesen Schmerz zu analysieren, zu katalogisieren und ihn dann noch in bestimmte Pflanzen wiederzuspiegeln, damit er auf dem Weg dorthin irgendwann die Hoffnung entwickeln kann, doch noch aus dem Schmerz des Patienten rauszukommen. Das ist eine gigantische Arbeit, das müssen wir alle zugeben. Also er braucht eine Hingabe, eine riesen Hingabe an das Verwundete, ja, das alles zu erschauen, zu durchschauen, zu behandeln, ernst zu nehmen. Das ist eine sehr große Kraft in einem Menschen. Er glaubte an seine innere Führung und er hatte diese enorme Fähigkeit, diese Würde im Menschen zu sehen, der da krank da niederlag, um für diesen zu kämpfen. Natürlich war das am Anfang alles eine gewisse mystische Haltung, weil er war auch sehr religiös. Und er nannte tatsächlich die Medizin vorher, bevor diese Begriffe manifest wurden, Homöopathie, eine mystische Schulmedizin. Ja, das ist interessant, wenn man das so nachliest. Er war also einer, der in einer enormen Entsagung an diesem Werk arbeitete und selbst seine liebe Frau konnte ihn davon nicht abbringen, sich um seine Familie zu kümmern. Er kümmerte sich höchstens in Entspannungsphasen um seine Familie und schwuppdiwupp, da war auch schon wieder das nächste Kind da. Ab und zu, wenn die ganze Sache dann doch zu unangenehm wurde, weil er hatte Riesenfeinde, nahm man sein ganzes Hab und Gut, was ja nicht so viel war, brachte das auf einen Wagen und stürzte dann so quer durchs Deutschland in der Hoffnung, irgendwo unterzukommen und auch in der Hoffnung, Patienten zu finden, die diese Idee von ihm auch widerspiegeln konnten. Das ging viele, viele Jahre so und brachte natürlich eine ganz gewaltige Kraft in ihm aktiv hoch, nämlich die Eifersucht der anderen Partei. Und wenn man so liest, ja, das Organon und hört, wie er das ausdrückt, was die da alles für Quacksalber sind und was für gefährliche Mörder da rumlaufen, das waren ja die Ärzte in seinen Augen, dann war das logisch, dass das Feinde gibt. Ja, also er stand mitten auf dem Schlachtfeld. Und er als König des Wissens hatte sein Volk schon lange verloren. Höchstens noch ein paar Verrückte, einen verrückten Patienten, den durfte er mal heilen. Da kam dann auch wieder ein bisschen Bewegung in seinen Ruf. Aber sonst war da nicht sehr viel zu therapieren, weil er ja mit der Zeit auch so ein bisschen wunderlich dastand. Und natürlich gab es auch genug Leute, die ihn da in diese wunderliche Kiste hineinbrachten. Was ich eigentlich hier zeigen möchte an dem Punkt, wo ich bin, dass hier der Aufbruch von Polaritäten extrem ist. Ja? Hier ist die Allopathie, die palliative Behandlung. Und hier ist die Behandlung, die den Kranken an oberster Stelle stellt und ihn irgendwo in ein Licht stellen soll, wo ein Wunder geschehen muss. Nämlich, dass der Patient nicht mit herkömmlicher Medizin geheilt wird, sondern mit einer Medizin, die noch gar nicht da war, die sich aber ganz langsam anbahnte in ganz großen Verdünnungen von Pflanzensäften, von Mineralien und so weiter. Also es kam so ganz langsam in der dunkelsten Nacht ein ganz leichter Schimmer von Dämmerung durch diese Verdünnungen. Denn die hatten irgendwo Wirkung und Hahnemann hatte langsam, aber sicher merkwürdige Erfolge. Die Birne in diesem Charakterbild sagt auf unserer Kartografie, ja, das ist unsere Kartografie des menschlichen Bewusstseins, sagt Nummer 8, Birne, Hingabe, Entsagung, Anhaften, Eifersucht, Akzeptanz. Wenn ich die menschliche Seele erfassen will, dann brauche ich eine Karte. Wie ein Seefahrer brauche ich meine Karte, um im menschlichen Bewusstsein nicht die Orientierung zu verlieren. Ich habe hier eine Karte des menschlichen Bewusstseins. 25 Charaktereigenschaften, 25 Schlüsselworte, um diese Charaktereigenschaften tiefgreifend aufzuschlüsseln, wie wir das in dem Buch gemacht haben über die Bäume, Baumheilkunde. Dann gibt es die spirituellen Ausrichtungen, 25 spirituelle Kräfte, die einen Heiligen auszeichnen werden, Tugenden, die wir entwickeln. Dann braucht es auf dieser Karte Konflikte. Jeder Mensch hat Konflikte
Und in diesen Konflikten wachse ich und überwinde die Konflikte und komme in Konfliktlösungsphasen. Ich werde also stärker durch die Überwindung von Konflikten. Dann habe ich hier noch die inneren Bilder. Durch innere Bilder finde ich meine Vision und kann die Konfliktlösungen integrieren als Erfahrung und komme durch diese inneren Bilder dann zur Erweiterung meiner Horizonte als menschliche Seele. Das hat wiederum Auswirkungen auf meine Gehirnareale, denn mit Visionen kann ich mein Gehirn entfalten und andere Denkkräfte entfalten, auch andere Hormone und andere Enzyme. Und das wiederum hat Auswirkungen, wenn mein Gehirn sehr gut arbeitet, auf meine gesamte Chemie im Körper. Ja? Und jetzt haben Sie gesehen, wenn Sie mir hier so folgen, die Spalten durch, ne, dass ich jetzt wieder zum Körper zurückkomme. Denn die Chemie ist meine Kraft im Körper. Ich habe ein Gefäß, das ist mein physischer Leib, und ich habe eine seelische, emotionale, geistige Ausrichtung in meinem Körper. Und zusammen Geist und Körper machen mich als Mensch aus. Und dann habe ich hier natürlich noch eine homöopathische Möglichkeit, diese ganze Chemie wieder zu regulieren, die Gehirnteile zu regulieren, die Charaktereigenschaften zu stärken. Und wenn das Blatt jetzt nicht zu Ende wäre, könnte ich hier sagen, jeder Mensch hat Vorbilder. Und bestimmte Vorbilder hätte ich jetzt hier in der Spalte, wo auf der Vorbildspalte 8 Hahnemann ist. Hahnemann hat die Hingabe an den Schmerz, die Hingabe an die zersetzenden Elemente in der Krankheit des Menschen. Er hatte die Möglichkeit, hingebungsvoll alles zu studieren, was an Symptomen überhaupt da ist. Und er hat das akribisch gemacht. Er hat im höchsten Sinne auch Entsagung geleistet, also für das Leben selbst, denn das hat ihn so gepackt, dass es für ihn nichts anderes gab bis zum Schluss seines Lebens an dieser neuen Idee von sanfter Heilung, von ganzer wahrheitsgetreuer Heilung zu arbeiten. Und er war ein Eiferer, das muss man sein. Eifersucht. Wenn ich das Wort sage, Eifersucht, dann habe ich eigentlich nur noch den Schatten von dem Wort, was Eifersucht eigentlich bedeutet. Ja? Das eigentliche Tiefe im Wort Eifersucht heißt, ich bin eifernd. Ich suche eifrig nach einer Lösung. Das wäre die andere Seite des Wortes und das ist eigentlich der Kern dieses Wortes. Wenn ich das Wort Eifersucht aber heute im normalen Sprachgebrauch benutze, dann denke ich, ich habe etwas bei jemandem gesehen, was ich auch haben möchte und was ich mir auch erarbeiten möchte. Man kann beide Seiten sehen, aber ich möchte in diesem Vortrag besonders mal den Eiferer darstellen, weil der Eiferer hier in Hahnemann ganz, ganz, ganz stark zum Tragen kommt. Er war nämlich ein kompromissloser Mensch. Er war ein kompromissloser Eintreter in ein neues Gebiet. Und es gab nichts, was er nicht aufgeschlüsselt hat, wenn er die Wahrheit hinter diesen Dingen sehen wollte. Zum Beispiel die Wahrheit, wie wirkt diese Pflanze in verdünnter Form auf einen gesunden Menschen ein. Ja, also ein Mensch, der extrem eifrig war. So, jetzt gibt es eine ganz interessante Ausrichtung bei uns Menschen. Wir sind ja in einer Gemeinschaft. Und es gibt so und so viel Eifer und es gibt so und so viele Leute, die nicht so eifrig sind, die einfach gar nicht eifern müssen. Und dann gibt es Leute, die sind sehr, sehr eifrig und die lösen irgendwie, ob sie wollen oder nicht, in der Gemeinschaft immer etwas aus, nämlich, dass sie nicht akzeptiert werden. Wie kommt das eigentlich? Diese Frage kann man sich stellen. Und deswegen gehe ich mal auf die Bedeutung. Was heißt eigentlich Akzeptanz? Lateinisch accipere heißt annehmen, übernehmen, billigen, gutheißen. Akzeptanz kann definiert werden als Bereitschaft, etwas zu akzeptieren. Akzeptanz bedeutet freiwillig. Und es gibt noch eine aktive Komponente, was wir auch durch das Wort Toleranz ausdrücken. Toleranz, Akzeptanz steht im Gegensatz zum passiven Dulden. Akzeptanz drückt ein zustimmendes Wertobjekt
Urteil aus und bildet demnach einen Gegensatz zur Ablehnung. Also Akzeptanz ist hier das Schlüsselwort für den Eiferer. Hahnemann hatte keinerlei Akzeptanz, Menschen durch falsche Therapien in Miseren reinzuführen, wie wir eben gelesen haben in Paragraph 59 im Organon. Er war absolut dagegen, dass Menschen litten, und er war eifrig dabei, herauszufinden, was gibt es für eine Möglichkeit, um Kranke zu behandeln, ohne sie in eine Misere reinzuführen. Denn sie sind ja sowieso schon in der Misere der Krankheit. Also wie können wir ihnen helfen? Ja? Und das war so durchdringend in ihm, dass er etwas wie ein Vakuum in der Gemeinschaft empfunden hat, für das er einstand. Und wenn man für ein Vakuum einsteht und das mit eifriger Kraft macht, dann zieht man einen Samen aus einer anderen Dimension. Man kann das auch Idee nennen. Die Idee ist ein unkörperliches Wesen. Zieht man an und dann fällt diese Idee in einen rein und dann lässt man die natürlich nicht mehr los, eifrig wie man ist, und bringt die Idee in den Boden der Tatsachen. Sie muss in den Boden der Tatsachen, sie muss also realitätsbezogen sein. Und bringt sie dort wie ein Gärtner seinen Samen ganz langsam in ein Wachstum. Hahnemann ist Gott sei Dank fast 90 geworden, denn das war ja ein Riesenwerk und das brauchte unwahrscheinlich viel korrekte Forschung über Jahrzehnte. Diese Überwindung, an dem dran zu bleiben, sich nicht in irgendeiner Weise zu verzetteln oder auch zu verlieren. Diese Kraft braucht ein Genie. Genius, ja, der Genius. Das ist ein Mensch, der beschützt wird, um seine Kraft in die Welt zu bringen, ohne dass sie vorher geraubt wird. Und das war Hahnemann tatsächlich. Ein Mensch, der so kämpfte für seine Idee, der am Ende seines Lebens für sich wusste, dass es diese Medizin, die er am Anfang noch nicht kannte, tatsächlich geben kann. Ein Kranker wird geheilt, indem nicht die Krankheit attackiert wird, sondern dass die Krankheit als Ausdruck der vielen verschiedenen Symptome so gelöst wird, dass der Patient in einen gesunden Zustand übergeführt wird. Und das ist ein ganz anderer Gedankengang und das hört sich heute total einfach an, dieser Gedankengang. Aber man muss sich vorstellen, das war ein neuer Gedankengang und für neue Gedankengänge braucht es ganz neue Überlegungen, die nicht einfach so plötzlich da sind, sondern um die man ringen muss. Sehr tief ringen muss und wo auch Intrigen laufen, damit man nicht an diese Kraft herankommt, diese Möglichkeit in die Welt zu setzen, um sie dort zu vergrößern. Der Birnenbaum, der kennt ein wunderschönes Gedicht. Und das möchte ich euch vorlesen, weil das ist Hahnemanns Wesen. Herr von Ribbeck auf Rigeb im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er: Junge, willst ne Bier? Ich mach jetzt nicht auf Plattdeutsch, ich sag's euch als Schweizerdeutsch. Und so kam ein Mädel und rief: Hallo kleines Mädchen, komm mal rüber, ich hab ne Birne für dich. Also Lüttirn, komm mal rüber, ihr hebt ne Birne. So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Und da sagte der Ribbeck: Ich scheide nun ab, leg mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus, trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Büttner mit feier Gesicht sangen: Jesus, meine Zuversicht. Und die Kinder klagten das Herze schwer: Er ist nun tot, wer gibt uns nun eine Birne? Entschuldigung, alle Norddeutschen. So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach,
Sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum streng verwahrt. Und der alte vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was damals er tat, als um eine Birne ins Grab er bat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling spross heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung über den Kirchhof her, so flüstert's im Baume, willst ne Bier? Und kommt ein Mädel, so flüstert's, hallo kleine Maus, komm mal rüber, ich geb dir ne Birne. Lüttirn, komm mal rüber, ich geb dir ne Birne. So spendet Segen noch immer die Hand, des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Ein sehr schönes Gedicht, was zeigt, Hahnemann hat gearbeitet. Er wusste, dass die Welt geizig ist in der Wahrheitsfindung und in der Therapie wahrscheinlich auch, denn man will verdienen, wenn man krank hat. Da wird sehr viel dran verdient. Und so sagte er sich vielleicht als Wesen, als Seele, nee, das, was ich da bringe, das wächst und wächst und wächst und es kommt immer wieder neu. Es muss eigentlich gar nicht sehr viel her. Und das haben wir heute mit der Homöopathie. Stellen wir uns mal vor, wir haben eine kleine Nieswurz oder eine Christrose, die jetzt gerade blüht. Wir nehmen diese Christrose und tun sie in ein bisschen Alkohol. Wir lassen den Alkohol sein Werk tun, alles, was in dieser Pflanze ist, rauszuziehen, an Gerbsäuren, an Zusatzstoffen, was auch immer da alles drin ist, an Chemie, an Biologie und an Lebenskräften. Dann nehmen wir von dieser kleinen Mischung einen Tropfen raus und verdünnen das in ein, sage ich mal, Glas von 100 Milliliter Alkohol. Jetzt ist das verdünnt, ja, das ist eine Verdünnung. Und nun macht der Homöopath das, was er am Ende seines Lebens sehr gut beherrschte, etwas sehr Interessantes. Er lässt die Verdünnung nicht einfach so stehen, das hat er am Anfang seiner jahrzehntelangen Forschung gemacht. Jetzt verschüttelt er das. Und was da passiert in der Verschüttelung ist, dass die Information von allem, was von dieser Pflanze in den Alkohol übergegangen ist, dass diese Information auf den Alkohol übergeht. Nun nimmt er wieder einen Tropfen von dieser Verdünnung und verdünnt das nochmal in 100 Milliliter Alkohol. Und dann verschüttelt er das wieder. Und das Interessante ist, dass die Dynamis, so nannte Hahnemann das, diese Dynamis der Information, die durch das Wasser in dieser Pflanze im Alkohol, mit den Gerbsäuren und so weiter dort drin ist, nun auf die nächste Substanz, Alkohol oder Milchsäure, übergeht. Und so hat er das immer weiter verdünnt und verschüttelt und man hat die Hinweise anhand seiner Unterlagen, dass er zum Schluss Tausende und Tausende von solchen Verdünnungen gemacht hat, ja bis in die Zigtausende hinein und der Meinung war tatsächlich ernsthaft, mit einer Verdünnung, die sehr, sehr hoch verdünnt war, einen schwerkranken Patienten durch eine Gabe zu heilen. Ja, das war seine Idee und das hat er dann zum Schluss seines Lebens tatsächlich auch geschafft. Und hier haben wir dieses Prinzip wie von diesem Birnenbaum. Ja, zuerst aus einem einzigen Samen kommen Birnen, Samen, Birnenbäume, Samen, Birnen, Birnensamen, Birnenbäume, noch mehr Birnenbäume. Und es hört überhaupt nicht wieder auf, dieses Großzügige in der Natur nachzuempfinden. Und das ist natürlich gegen den Teufel, wenn man so sagen will. Denn der Teufel ist sehr geizig. Der mag Großzügigkeit nicht. Der mag das nun gar nicht, was da abgelaufen ist. Ne? Und der wird dann auch ziemlich ärgerlich. Der lässt sich dann so Intrigen einfallen, die uns daran hindern, in diese Großzügigkeit hineinzutauchen und dort in der Großzügigkeit die Wahrheit zu finden. Was ist denn eigentlich Intrige genau? Apollonius von Tyola vor über 2000 Jahren hat das genau beschrieben. Intrige, sagt er, ist folgendermaßen. Stelle dir vor, du gehst in ein unterirdisches Verlies. Es ist sehr, sehr dunkel. Und du sollst in die Mitte dieses Verlieses, du hast eine Flamme und du musst ein Glas über die Flamme stülpen, damit die unterirdischen Winde diese Flamme nicht auslöschen. Wenn du das Glas über deine Flamme genommen hast, dann gehe genau in die Mitte dieses Verlieses. Und dort gräbst du in der Mitte des Verlieses
geschützt durch das Licht, dein theurgisches Bild aus. Dein Urbild, deine Uridee, deine Ursache. Und wenn du die herausgegraben hast, also auf Deutsch, du hast dich erkannt, dann gehe in eine Ecke, in die nächste Ecke dieses Verlieses und erfahre dort alle Geheimnisse der Schöpfung. Das beschreibt er in einem ganz kleinen Abschnitt. Man kann das nachlesen in dem Buch Orientierung für die Partnerschaft im Konflikt Nummer 17. Dort habe ich das im Buch drin. Da beschreibt er das, was eigentlich die Intrige ist. Die Intrige, negativ, das wissen wir alles, was es ist, aber hier in diesem Zusammenhang ist, wenn wir uns nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wenn wir die Ursache der Krankheit, die ein Schatten von uns ist, nicht kennen. Das ist die Intrige. Doch die Intrige ist in der Auflösung, wenn ich auf mein inneres Wort höre. Gehe in die Dunkelheit ein, tauche hinein und geh da rein, ja? Nicht fliehe oder so, sondern gehe hinein in das, was du nicht kennst. Und halte die Flamme fest, das ist dein Bewusstsein. Und damit das Bewusstsein nicht ausgeht, denn es gibt Stürme, wenn du ins Dunkle gehst mit deinem Licht, stülpe einen Schutz darüber, das ist deine Kraft als Mensch, ganz klar zu denken. Stülpe das hinüber, die glasklare Ausrichtung, und geh in die Mitte und finde dein Urbild. Ja, das ist die Auflösung schon der Intrige, weil wenn du die Ursache von dir erkennst, ja, dann bist du sowieso schon eigentlich geheilt. Dann gibt es gar keine Krankheit mehr. Wenn du aber noch genauere Nachforschung wissenschaftlicher Art anfangen willst, wie du so geworden bist in den verschiedenen Elementen deiner Entwicklung, dann gehe noch in die vier Ecken und finde heraus, was dazu geführt hat, dass du das und nichts anderes bist. Wenn der Mensch eifert, dann benötigt das andere in ihm die Akzeptanz, dass der Widerstand da ist. Die Intrige erhält ihre Kraft nur, wenn wir verschiedene Meinungen haben. Intrigen sind das Gift auf dem Schlachtfeld. Wenn wir aber auf dem Schlachtfeld sein müssen, dann können wir unsere innere Natur verändern und dann sind wir unverwundbar auf dem Schlachtfeld. Wenn wir auf dem Schlachtfeld sein müssen, weil die Erde ein Schlachtfeld ist, dann können wir uns verkleiden. Dann werden wir auf dem Schlachtfeld akzeptiert und sind unverwundbar. Wir sind entweder der beratende Stratege, zum Beispiel bei Arjuna in der Bhagavad Gita war das Krishna, oder ihr kennt alle von der chinesischen Strategie Wu Sun Si. Und die andere Figur, die wir sein können, ist symbolisch die Florence Nightingale, die in Christus den Schmerz lindern will für das höhere Prinzip des Leidenden. In diesen zwei Gestalten können wir auf das Schlachtfeld gehen und sind außerhalb vom Meinungskampf, also sozusagen unverwundbar. Doch wenn immer noch ein bisschen Meinung in uns drin ist, immer noch zu wenig Akzeptanz für das Ganze in der Schöpfung, dann werden wir fallen, weil wir integriert werden in die Guten oder die Schlechten, in die Schwarzen oder die Weißen. Also wir brauchen diese Ausrichtung, was wollen wir machen? Akzeptanz ist diese Kraft. Akzeptanz, dass der Kampf stattfindet, dass die Widerstände da sind, dass die Polarität herrscht. Akzeptanz, dass das da ist. Aber dass ich mich formiere in eine vertikale Ebene. Und genau das hat Hahnemann gemacht. Er ist aufs Kriegsfeld gegangen. Er hat immer wieder eine unglaubliche Aufregung ausgelöst mit seiner Art zu suchen nach einer neuen Methode. Und wurde, weil er der Erste war, der eine vollständig neue Heilkunst entwickeln wollte, die auf Wahrheit beruht, immer wieder elektromagnetisch runtergezogen in die Polarisierung der Medizin. Nun kann man heute sagen, ja, der hat sich ja auch so benommen, wie er so schreibt. Aber im höheren Sinne müssen wir uns vorstellen, wenn hier das ganz Schwarze ist,
und das Weiße kommt auf die Welt, dann verschluckt das Schwarze erstmal das Weiße, arbeitet mit ihm, um es zu polarisieren. Das ist ein ganz normaler Vorgang. So müssen wir Hahnemann verstehen. Er hat nicht freiwillig gerne gekämpft, sondern er hat angenommen, kämpfen zu müssen, weil er das erste Mal in eine neue Zeit, eine neue Medizin integrieren musste. Und aus diesem Gesichtspunkt kann man ihn viel, viel besser nachvollziehen. Viel, viel besser auch erfassen, was für ein Genie er war, nicht zurückzuschrecken, nicht zu stranden, nicht so verletzt zu werden in der Verbitterung oder auch in den Angriffen, dass er zurückschreckt, diesen Weg zu Ende zu gehen. Es gibt tatsächlich eine Fallbeschreibung von einem Homöopathen, der ihm gefolgt ist, der dann über die Homöopathie, als Märtyrer in den Tod getrieben worden ist. Ich möchte dazu sagen, dass selbst unter den Homöopathen Lager waren, und das ergab sich einfach deshalb, weil Hahnemann auch hier wieder sehr streng war. Alles, was nicht genau nachgemacht wurde, genauso wie er das wollte, am Anfang seiner Schulung, seiner Ausbildung, das brachte ihn in einen sehr großen Ärger. Und er nannte die Homöopathen, die nicht genau so homöopathisch behandelt haben wie er, Halbhomöopathen oder irgendwelche Menschen, die von der Lehre abgingen. Und selbst unter den Homöopathen gab es dann diese Spaltungen, die auch bis heute, absolut bis heute noch grassieren, aufgebaut auf diesem Thema, was ich eben gesagt habe. Man muss sich vorstellen, er geht in ein Feld rein und wird elektromagnetisch in dieses Gewaltfeld in den Krieg hineingezogen und kommt fast darin um, aber eben doch nicht, weil er dieses Genie in sich trägt, geschützt zu sein. Die Birne ist also eine Kraft, die sich mit dem Schmerz auseinandersetzt, aber auch mit den Polaritäten, mit dem Kriegsfeld und mit der Eifersucht und der Intrige, wie ich das eben versucht habe zu erklären. Hahnemann selbst war also Arzt. Er war ein Mensch, der seinem Vorbild folgen wollte, Menschen nicht mehr Leid zuzufügen, zusätzlich zu ihrer Krankheit. Er war dem Hippokrates verpflichtet, diesem Eid, und er zog das durch. Und er kam an eine Heilkunst, die es vorher nicht gab, die er so akribisch bearbeitete, dass sie heute vollkommen Bestand hat. Und er kam zu einer neuen Art, Stofflichkeit zu vergeistigen. Das ist die Potenzierung. Er, der Meister, der Erste, der nach der Wahrheit heilen wollte, zerbrach die physische Form der Arznei. Und er zerbrach sie zur rechten Zeit, denn die Schulmedizin, die damalige Medizin, war an einem Endpunkt angelangt, wo das Ganze kippte, wo es besser war, fast nicht zum Arzt zu kommen. Ja, weil man da mehr Chancen hatte zu genesen. Nun, 2007 könnte es tatsächlich fast ähnlich sein, weil wir so unglaublich materiell denken mit unseren Apparaten und mit unserer Fähigkeit bis in den materiellen Kern vorzudringen, sage ich mal, bis zur Erfassung von irgendwelchen Viren und Bakterien, die wir bekämpfen wollen oder sollen oder müssen, dass wir wieder an so einer Grenze ankommen, wo wir beinahe, leider Gottes, es uns eben schlecht ergeht, wenn wir in diese Hände fallen. Ja? Also es wiederholt sich hier etwas. Und vielleicht beißt sich jetzt die Schlange in den Schwanz, dass die Homöopathie, wo sie so wissenschaftlich erarbeitet worden ist von all den großen Homöopathen und wir auch in der modernen Instrumentalisierung, die Möglichkeit haben, Lumineszenzen abzubilden und so weiter. Vielleicht sind wir jetzt an einem Punkt,
wo Hahnemann nochmal viel, viel tiefer, nicht nur durch die empirische Arbeit am Patienten, sondern auch wissenschaftlich bestärkt wird, auf diesem Weg sind wir richtig. Also wir sind auf dem Weg, geistig zu heilen, geistig zu therapieren und die Materie aufzubrechen. Vielleicht sind wir auf diesem Weg. Gesundheit braucht jeder. Jeder hat einen physischen Leib, jeder hat einen Emotionalkörper, jeder hat einen mentalen Bereich. Das braucht jeder. Und die Krankheit sitzt nach Hahnemann im Wasserelement, also im Wasser des Körpers. Und er nannte die Krankheit, vor allem die ganz, ganz starken Krankheiten, die uns dahin raffen, auch Epidemien, Cholera und so weiter, wo er sich sehr gut auskannte und sehr große Erfolge hatte. Er nannte die Miasmen. Miasmen heißt nach seiner Meinung Ausdünstung. Die Ausdünstung, die ein Mensch hat, das geht über das gesamte Wasser. Und das geht natürlich auch übers Blut und jeder Mensch muss über diese Kraft des Miasmas die Umkehr haben und dort gesunden, in dem Miasma gesunden, damit er sich entwickeln kann. Wir haben epidemische Krankheiten, wo Hahnemann sehr, sehr viel geleistet hat, hygienische Maßnahmen, die, wenn sie nicht eingehalten werden, zu Krankheiten führen. Wir haben auch Krankheiten, die über Generationen weitergegeben werden, nach seiner Ansicht. Und das waren die chronischen Krankheiten, mit denen er sich besonders zum Schluss seines Lebens extrem stark auseinandergesetzt hat. Wir haben all diese verschiedenen Krankheiten und wir haben eine ganz tiefe Ursache. Nach Hahnemann kann man die, letztendlich die Ursache nicht wirklich herausholen. Die Urursache von diesen ganzen Krankheiten. Und das ist auch heute noch so, wir können die Ursachen nicht herausfinden. Wir sind auch viel zu schnell bereit, die Dinge einfach zu vergessen. Die ersten Menschen drangen in den Urwald, sahen Gorillas und wollten die kleinen Gorillas haben. Sie schlachteten unter furchtbarem Gemetzel die Mütter ab und entrissen, das ist noch nicht so lange her, etwas über 100 Jahre, rissen die gesunden, lebenden, kleinen Babys aus den sterbenden, gemetzelten Körpern ihrer Mutter ab und brachten sie in Zoos. Man wunderte sich, dass im Zoo es nicht möglich war, Gorillas normal in der Sippe gebären zu lassen, ohne dass sie starben, von den Müttern zerrissen, gemetzelt, zerbissen, zerrissen. Man wunderte sich. Heute wundert man sich nicht mehr, man hat es schlichtweg vergessen. Und man sagt, dieses kleine Kind, zum Beispiel in Münster im Zoo, ist gestorben. Man hat es als Wärter nicht früh genug von den Müttern weggenommen, die aus irgendwelchen Gründen aggressiv sind. Man weiß nicht so genau, die hatten vielleicht schlechte Laune oder wir wissen das Sozialverhalten der Gorillas vielleicht ein bisschen kernig. Man hat es auf jeden Fall versäumt, das Kind frühzeitig wegzunehmen. Wir müssten eigentlich sagen, von Anfang an erinnern sich die Gorilla-Mädchen, wenn sie gebären, an das Gemetzel. Und ohne dass sie das realisieren, metzeln sie ihre Kinder. Ja, wir wissen es nicht. Wir sprechen es auch nicht offiziell aus, wir wissen es einfach nicht mehr. Das ist eigentlich ein Beispiel, es ist ein schreckliches Beispiel, aber es ist für mich immer das Beispiel, was zeigt, dass wir einfach vergessen. Was ist die Ursache? Wir vergessen die Ursache. Wir können uns auch nicht mehr erinnern, weil wir das Erinnerungsvermögen verlieren, weil wir verdrängen und weil es zu wenig Menschen gibt, die empirisch bis in die Ursache zurückforschen. Wo hat die Krankheit angefangen? Was hat die Krankheit ausgelöst? Und welche Symptome gehören zu dieser Krankheit? Das Geheimnis der Krankheit wird von Mal zu Mal weitergereicht, so wie von Generation zu Generation ist es nicht möglich, heute Gorillas normal aufwachsen zu lassen, in ihrer Sippe im Zoo. Und wir haben tausend verschiedene Erklärungen, nur die Urursache, die erklären wir eben nicht mehr gerne. Dass wir nämlich die ersten Mütter auf barbarische Weise umgebracht haben und dass sich das weitergibt. In der lateinischen Bibelübersetzung wird von Malum geredet, also kurz gesprochen
Malum, und das heißt das Böse, das Übel. Würde man den Vokal lang gedehnt aussprechen, hätte man das lateinische Wort von Apfel. So wissen wir vielleicht auch gar nicht, dass es ein Übersetzungsfehler war. Wir übersetzen heute: im Paradies reichte die Schlange den Apfel, aber man könnte auch sagen, die Schlange reichte das Böse. Sehr interessant. Aber heute reden wir alle vom Apfel, wir haben ganz vergessen, dass es eigentlich das Böse ist. Nun ist der Apfel Gott sei Dank nicht so nachtragend. Der vergisst ganz, dass er eigentlich in dem Sinne hier das Böse vertritt. Symptome waren das, was Hahnemann interessiert hat. Symptome deshalb, weil er meinte, dass die Symptome, diese speziellen Symptome, besonders auch ganz besondere Symptome, in bestimmten Pflanzen sein könnten, die man an Gesunde abgibt und die diese speziellen Symptome wieder bringt. Deshalb baut sich die ganze Homöopathie, ich gehe aber heute nicht so sehr auf Homöopathie ein, da müsste ich nämlich eine ganze Woche drüber reden, deshalb baut sich die ganze Homöopathie auf das Symptomenbild des Kranken auf, was uns als Werkzeug dient, um an die Ursache zu kommen. Was ist denn eigentlich die Ursache von all diesen Krankheiten, die so in diesen verschiedenen Variationen die Menschheit befallen hat? Ja, ich habe eben von Malum gesprochen, das Böse. Und was ist das Werkzeug des Bösen eigentlich? Das sind große Fragen, und große Fragen haben wir im Kastanienbaum schon gesehen, die schießt man ab, die kommen an die Grenze der Schwerkraft, kehren sich um und kommen als große Antworten wieder zurück. Das böse Werkzeug, das Werkzeug des Bösen ist Gewalt. Alles, was mit Gewalt zu tun hat. Und wenn wir zurückgucken auf unsere Vorbilder, da sehen wir Vorbild 1, Tolstoi. Der stand da auf dem Kriegsfeld auf der Krim, ich sag's euch, und der wollte eigentlich nur dort im Krieg sein, weil er sterben wollte. Der hatte nämlich so furchtbar viele Süchte, Frauen, Spiel, nochmal Frauen, nochmal Spiel. Und er hat alles möglich versucht, um dem Herr zu werden, das mit Gewalt zu bekämpfen. Und er war sehr verzweifelt irgendwann und sagte, ich gehe mit meinem Bruder in den Krieg, da hoffe ich, da trifft mich irgendein Schwert oder eine Verletzung und dann kann ich mich endlich von dieser Sucht befreien. Was ihm da dummerweise passiert ist, er ging mit einer sehr scharfen Beobachtung über das Feld und er sah, dass Krieg das Allerschlechteste für unsere menschliche Entwicklung war und beobachtete alles, was in diesem Schmerz geschah, in diesen Verletzungen der Opfer. Interessanterweise war er ein Zeitgenosse von Florence Nightingale, die auch gerade dort eingesetzt worden war und im Sinne Christus Menschen, die dort lebten und starben, zu pflegen. Tolstoi war ein Mensch, der der Welt, das allererste Mal der Welt, Kriegsberichte schrieb und damit auf der ganzen Welt, besonders zuerst in Europa, sagte, Kinder, wir müssen uns überlegen, Krieg kann es nicht sein, also Gewaltlosigkeit lehrte. Das war der erste im Kieferbaum. Dann zwei, Menuhin. Das war ein Mensch, der konnte nicht so viel reden, aber dafür konnte er fürchterlich gut Geige spielen. Und der stand auch mitten im Krieg, in seiner schwersten Zeit, stand er bei den Armeen und spielte im Zweiten Weltkrieg den Menschen vor. Und was Worte nicht bringen konnten, das brachte Musik. Das dritte, Esche, die große, feurige Frau, die stand da mitten im Kriegsfeld. Wir haben sie besprochen, eine unglaubliche Frau, die auch ein ganzes neues Berufsfeld entwickelte, aber auch in ihrer Spiritualität umwerfend war. Und dann Nelson Mandela, ein Mensch, der gerade kurz bevor er in den Untergrund selbst zur Gewalt kam, in seinem Kampf für die Gleichheit der Menschen, der kam ins Gefängnis, 27 Jahre, und lernte die Würde dort zu behalten, mitten im Urkessel aller Gewalt, nämlich in einem Gefängnis. Auch er hatte verstanden, als menschliche Wesenheit, Gewalt ist das Werkzeug des Bösen. Und er kämpft auch heute noch, er ist ja heute schon sehr alt, dass wir Menschen seine Botschaft verstehen. Dann 5, James Cook. Das war auch ein Mensch, der wollte immer diese Kulturen stärken und nicht einfach nur erobern, und starb
als er selbst in Ärger war an den Auswirkungen von Gewalt, brachte aber, wenn man ihn genau versteht, diese Botschaft rüber, uns gegenseitig zu achten, auch wenn wir vollkommen verschiedener Herkunft sind. Und dann natürlich ein riesengroßes Genie, Gandhi, der nur mit gewaltlosen Kräften ganz Indien befreite von einer Gewaltherrschaft. Und Beethoven als siebter, als Schnittpunkt, der Mensch, der wieder keine Worte findet, der einfach mit Musik das Negative des Negativen an einem wichtigen Schnittpunkt unserer Kultur durch das Geschenk der Musik als Heilkunst uns übermittelt hatte. Sein eigener Kampf war extrem stark. Wir wissen ja heute von ihm sehr viel. Auch ein Mensch, der einen klaren Verstand hatte für das Negative der Gewalt. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo eigentlich so viel über Gewalt gegangen ist in diesen Vorbildern. Jetzt kommen wir in Hahnemann in den Moment rein, wo wir in der 8 stehen, auch wieder in eine sehr neue Entwicklung. Wenn wir durch das Böse, durch Gewalt geschädigt worden sind, dann brauchen wir eine Medizin, die das wahre, gute, schöne in uns bewahrt, durch die Krankheit hindurch. Und dazu ist es nötig, dass wir der Krankheit keine Gewalt antun. Denn in dem Moment, wo wir der Krankheit Gewalt antun, tun wir einem kranken Menschen Gewalt an. Und dementsprechend kann das selbstverständlich nicht stimmen. Und das Behandeln ohne Gewalt, das ist natürlich für Menschen nur für Menschen eine Heilmethode, die auf diesem Weg der Gewaltlosigkeit voranschreiten. Ob bewusst oder nicht bewusst, je nach Seelenkonstellation, ist es aber möglich, auf der heutigen Ebene der Menschheit zu sagen, ich mache diese Medizin oder ich mache jene Medizin. Und ich kann mich heute frei entscheiden, ich mache eine Medizin gegen die Krankheit und versuche, die Krankheit zu bekämpfen. Oder ich mache eine Medizin für die Krankheit, um mit der Krankheit durch die Krankheit zur Gesundheit zurückzukehren. Das ist ein Schnittpunkt unserer menschlichen Entwicklung. Es gibt keine Krankheiten. Es gibt nur Kranke. Das war ein Satz, den Hahnemann erfasst hat, wirklich im Kern seines Wesens. Es gibt keine Krankheiten. Es gibt nur Kranke. Und hier müssen wir wieder sehen, Krankheiten sind Schattengestalten in ihren Symptomen von Kranken. Und der Kranke ist die wirkliche Zentrale. Da muss man hin, an den Kranken. Das heißt natürlich nicht, dass man die Krankheiten aufschlüsseln kann. Auch heute schulmedizinisch durch Röntgen, durch Blutanalysen und so weiter, wäre das sehr schön, wenn wir das noch zusätzlich hätten. Als Homöopathen, das wäre überhaupt die Idee, dass man sich gemeinsam über den Kranken Gedanken macht und dann den Weg findet, der passend ist, nämlich, dass der Kranke seine Krankheit überwindet, dass die Gewalt, die ihm die Krankheit antut, irgendwann wie ausläuft und sich umwandeln kann in Sanftmut und Wohlgefallen. Das ist die Idee. Die Idee, die hat so in sich. Eine Idee, das ist so ein wunderschöner Spruch von Plutarch, einer meiner Lieblingssprüche. Die Idee ist ein unkörperliches Wesen, das an sich keine Substanz besitzt, das aber gestaltloser Materie Gestalt und Form verleiht und zur Ursache von Manifestationen wird. In diesem Satz steckt eigentlich der Geist des Birnenbaumes. Ich wiederhole das nochmal, weil das so schön ist. Eine Idee ist ein unkörperliches Wesen, das an sich keine Substanz besitzt, das aber gestaltloser Materie Gestalt und Form verleiht und zur Ursache von Manifestation wird. Hahnemann hatte eine Idee. Die Idee war, dass Kranke nicht so leiden sollten. Und von dieser Idee kam er in die Idee, Pflanzen, Arzneistoffe einzusetzen, die etwas in Ursubstanz Ähnliches im Gesunden auslösen. Und von der
Idee kam er in die nächste Manifestation der Idee, die kam sozusagen wie Kleider um Schichten, dass sie in die Materie kam. Von der Idee, dass diese Substanzen, wenn sie vor allem giftiger Natur waren, so verdünnt sein müssen, dass sie auf keinen Fall schädigend wirken, sondern den Organismus nur wie ein Signal dazu bringen, sich umzustimmen. Und von dieser Idee, die jetzt schon mehrere Schichten hatte, kam er auf die nächste Verkraftung sozusagen, Einkraftung in die Materie, auf die Idee, den Stoff so zu verdünnen, dass er aber auch dynamisiert wurde durch die Verschüttelung. Das war die nächste Idee der Idee der Ideen. Eigentlich war es ja nur eine Uridee, die sich ganz langsam immer mehr Kleider anzog. Dann hatten wir die Verdünnungen, Potenzierungen. Und nun kam er in die Idee, dass die Krankheit an sich immer ein ganz tiefes Urübel haben kann, und er entfaltete die Kraft in den chronischen Krankheiten. Er studierte die chronischen Krankheiten und kam zu der Schlussfolgerung, dass chronische Krankheiten nicht einfach so kommen, sondern über Generationen ausgefaltet werden in die Gemeinschaft. Und nun hatte er wirklich auch wieder einen Rahmen gesprengt, wo er natürlich auch nicht mehr sehr anerkannt wurde, denn die Idee von der chronischen Krankheit, die konnte man nicht mehr wirklich nachvollziehen, die wollte man nicht mehr nachvollziehen. Diese Idee brachte er nämlich folgendermaßen in die Welt. Es gibt ein Miasma, das teilt sich in drei große Äste. Er nannte die Äste Psora, Psychosis und Syphilis. Und unter diesen drei großen Krankheiten leiden wir meistens in Mischform und werden wir auch in Zukunft weiter in den Generationen leiden. Und so teilte er diese Krankheiten eben dann ein. Der eine hatte Psora, der andere hatte Syphilis, der andere hatte Psychosis. Und er behandelte mit den verschiedenen potenziellen Arzneimitteln, die also dafür in Frage kamen, die ähnlichen Symptome hatten, behandelte er also da diese Leiden. Nun, das war eine Philosophie, die ging auch in eine Religiosität hinein. Und die konnte von sehr, sehr vielen Menschen deshalb auch nicht mehr nachvollzogen werden, weil sie eben eine Medizin der Unstofflichkeit darstellte. Also wir haben hier eben mit den Heilmitteln ein Mittel in der Hand, was vollkommen unstofflich war. Diese Idee, die brauchte eine Zeit. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat, was ich euch bringen möchte von Detlef von Uslar. Der Ideenträger und die Menge. Jede Zeit trägt sich mit dunklen Ideenkeimen. Immer ist neues Wertbewusstsein am Reifen. Aber nicht immer ist der Boden reif für den Ideenträger. Vielleicht stehen wir heute bereits im Zeichen ganz anderer, dunkel geahnter Werte, als die unter uns anerkannt sind und gelehrt werden. Ja, das stimmt tatsächlich. Da tut sich irgendwas in unserer Gemeinschaft auf diesem Planeten entfalten. Denn es gibt heute so unwahrscheinlich viele Menschen, die homöopathische Mittel schon probiert haben. Wir müssen uns mal vorstellen, als ich vor 1984, 85 in die Schweiz kam und ich die ersten Versuche machte mit homöopathischen Medikamenten an Patienten, weil ich war damals schon ausgebildet bei Herrn Dr. Eichelberger in Homöopathie. Da wussten die meisten Schweizer nichts von Homöopathie. Ja, das glaubt ihr mir nicht, aber es war so. Die meisten Menschen wussten, dass Homöopathie eine besondere Therapieform ist, aber sie wussten nichts davon. Und manche glaubten sogar, dass das eine Medizin ist, die vom Teufel ist und dass man das lieber lässt. Es gab sehr wenig Menschen, die überhaupt homöopathische Mittel zu Hause hatten. Und es begann ein Strom von Menschen in diesen 18 Jahren, und wir haben heute in der Schweiz praktisch in jedem Haushalt, behaupte ich mal jetzt ganz frech, das Wissen, dass es Homöopathie gibt und dass es auch homöopathische Mittel gibt. Ich glaube, das wisst ihr alle, bei ganz, ganz vielen Leuten in der Schweiz. Bei den Leuten, die Richter-Fans sind, die haben natürlich fürchterlich viele homöopathische Mittel. Und die ganz normalen, die haben vielleicht so Similisan, Heuschnupfen, Tropfen oder Bauchschmerzen, Klimaxmittel, irgendwas Homöopathisches. In der Annahme, dass diese Mittel einen nicht schädigen können und dass man das vielleicht mal probieren kann, kann ja nicht schaden, kann ja vielleicht helfen.
Also das hat sich innerhalb von diesen 18 Jahren, sag ich mal, ja gut, das stimmt gar nicht. Das sind eigentlich das stimmt nicht, das ist 23 Jahre. Also 23 Jahre her, danke. Hat sich das total entwickelt. Also das ist eine sehr, sehr kurze Zeit, in der eine Explosion entstanden ist, was die Homöopathie angeht. Diese Idee hat sich also sehr tief in die Materie hineingegeben. Das ist eine Idee, die Hahnemann aufgenommen hat, die aber da war. Die war irgendwo da. Hippokrates, Paracelsus, ja? Aber wir gehen noch ein bisschen tiefer, viel tiefer. Wir gehen ins Alte Testament. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Und da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Wow! Das erste homöopathische Gesetz. Mitten in der Wüste. Angeregt durch Gott machte Moses das erste homöopathische Heilmittel. Wow! Eine Idee? Eine Idee, die über Jahrhunderte, Jahrtausende nie gestorben ist, denn Ideen sterben nicht. Aber sie warten, bis sie irgendwo einfallen. Ein Genius finden, der sie hochzieht, in den Boden setzt, sie pflegt, mit sehr viel Arbeitseinsatz sie ernst nimmt und dann zu einem Gesetz werden lässt. Ja, das hat jetzt über 2000 Jahre gedauert. Aber scheinbar brauchen wir das, um unsere Miasmen zu behandeln. Ich möchte gerne euch erzählen, was Miasma eigentlich genau ist. Der Geruch einer lebenden Kreatur hängt von den im Wasser befindlichen Stoffen ab. Und solange das Wasser im Organismus fließt, vermag es, die Körperlichkeit auszusondern, zu entlassen, zur Erde zurückzuführen. Alle gebrauchten Stoffe, die für den Organismus schädlich werden können, wenn sie zu lange verbleiben, werden durch das Wasserelement durch den Fluss gehalten und von innen nach außen transportiert und aussortiert. Der Organismus der Körperlichkeit, zum Beispiel einer Blume, eines Baumes, eines Tieres oder eines Menschen, ganz egal also was für ein lebender Organismus es auch immer sein mag, ist seiner inneren Fließeigenschaft seinen in ihm kreisenden Wasser ausgesetzt. Das Wasser in seinem Kreisen vermag es, über Tod oder Leben dieses individuellen Seins zu bestimmen. Wasser in seinem irdischen Ausdruck kann aber noch viel mehr als nur etwas zum Fließen bringen. Das Wasser vermag sich so leicht zu machen, dass es als Dampf, der in der irdischen Welt nicht mehr so einfach sichtbar zu machen ist, Grenzen überwinden kann. Ist das Wasser in sich rein, kann es selbst die beste Nase nicht anders erspüren als einen Duft des reinsten Lebens an sich. Das Wasser ist frei und verrät nichts, nicht einmal die Erinnerung an irdische Fragmente seiner Aufgabe. Giftige Stoffe,
von innen nach außen zu tragen. Das Wasser vermag es, alles zu sein im Fluss des Lebens. Dunkel wie die Erde selbst wandelt es. Breit ist es und gibt seine Klarheit auf. Es gibt sie auf, jedoch immer in dem Wissen, welches jedem Geiste als Urwissen innewohnt. Eins, die Klarheit wiederzugewinnen, die am Grunde allen Seins der reinste Spiegel ist. Das Wasser trägt, ist immer beladen mit Stofflichkeit. Es vermag Sklave zu sein, ein Diener in Demut, fließend auf seinem Weg und in dem Zustand, nicht wissend, wohin das Leben es führen mag. Seit Anbeginn der Zeit hatte der Geist des Wassers diese Aufgabe. Er lernte vieles kennen, er vermochte vieles zu ertragen. Auch lernte er, sich selbst zu fragen, was das Schwierigste vom Schwierigsten ist. Und was konnte es wohl sein, was das Wasser seufzen ließ? Und wann begann es zu klagen über die Schwere seiner Natur? Es geschah immer dann, wenn der Geist des Wassers durch sich selbst im Gefängnis war. Es trug dann alle Giftigkeit, alles Schwere, es trug alle Last. Und dies war nichts Neues, es war seinem Geist ganz vertraut. Doch was die Krise zum Wachsen brachte, war, dass das Zirkulieren im Wasser nicht mehr mächtig war. Dieses lebendige Kreisen, welches der Sinn allen Lebens war, welches auch die Kraft gab zu gedeihen, erstarb im Wasser der Natur. Und so erstarb auch ein Teil des Geistes des Wassers. Und wenn in einem Organismus ein Teil von diesem Geist des Wassers verendet, dann wünscht dieser Organismus mit seiner ganzen irdischen gewaltvollen Kraft zurückzufallen, zu ruhen in ihr, in der Stille der dunklen Nacht, getrennt von allem, was nicht ist, was nicht geistig sein darf, was nicht volle geistige Natur. Nun spaltet sich etwas, was vorher vereint, und das Wasser, welches im Leben weilt, wünscht zurück, was sich getrennt. Der eine wünscht das Leben ganz und der andere wünscht die Stille in der dunklen Nacht. Was vermag es zu werden mit zwei Freunden, die sich das Leben teilten und erfassten, dass zwei Herzen zwei verschiedene Ziele, die entgegensetzt waren, als ihre Aufgabe für sich erkannten. Die Freunde trennten sich. Doch weil sie eingeschlossen im Bunde der Natur nicht voneinander lassen konnten, da greift der eine den anderen an. Der Geist des Wassers vermochte es nicht, sich im Kampfe zu erniedrigen. Doch weil der andere gefallen war, um dem Ruf der Erde zu folgen, da führte er sein Schwert und das war dunkler Natur. So opferte sich der Geist. Er opferte sich den Widrigkeiten der Natur. Der Geruch des Todes war nun durchsetzt im Wasser des Lebens. Es floss schon lange nicht mehr und im Sterben verließ der Geist des Wassers die irdische Natur. Wie sein Anfang war nun sein Ende. Für immer war es geistiger Natur. Der Geist des Wassers hatte alles zurückgelassen. Doch das, was er war, konnte nicht vergehen. Es war frei und ungebunden. Es war seine geistige Natur. Der Organismus verging, verlor seine Grenzen und ruhte im Bauche der irdischen Natur. Erst wenn das dunkle Geschehen vergessen war und der Krieg im Wasser des Lebens keine Spuren mehr hinterließ, da würde der Geist des Wassers zurückkehren, um zu erheben die irdische Natur. Natürlich konnte dann dasselbe geschehen, die Trennung zweier Freunde in Schmerz und in Leid. Der dumpfe Geruch des Todes würde sich wieder erheben, doch nur kurz könnte er bestehen. Denn wenn das Wasser als Geist sich ganz aus der irdischen Hülle befreit, kann der dumpfe Geruch nicht länger leben. Der Geist des Wassers hatte sich erneut von ihm befreit. Alles, was Geist ist,
kann sich zwar der Erde opfern, doch immer nur für eine begrenzte Zeit. Dann kehrt die reine Kraft des Lebens zurück, dorthin, wo die Quelle ist, und sie erkennt den Keim, die Heimat, die Idee allen Lebens. Der reine Geist erkennt durch sein Geschick im Leben, dass, wenn die Freunde verschiedene Wege gehen, die Einheit zerbrochen ist zwischen Geist und irdischem Leben. Und der Hauch des Todes ist der Geruch des unfreien, irdischen Lebens. Alle Krankheit kann auf diesem Boden kurz sich selbst erleben, denn die Ewigkeit hält die Hand über die längeren Zeiträume im Leben. Der Kampf zwischen Krieg und Frieden mag lang erscheinen dem Betrachter, der mit irdischen Augen die Dinge sieht. In Wirklichkeit ist der Geist, wenn er sich opfert, der Herr über die Zeit. Nicht das dunkelste Schwert in der Hand des Kriegers, der gegen seinen Freund die Fahne hält, kann das Gesetz des Geistes ändern. Selbst wenn der Geruch des Todes noch über dem Feld des Krieges sein ureigener Zeuge ist, hat sich doch der Geist schon ganz, ganz lange sanft und unbesehen erhoben. Ja, ich habe hier eine Geschichte geschrieben, ist mindestens 12 Jahre her, wahrscheinlich sogar noch länger in den Homöopathiekursen. Was ist eigentlich Krankheit? Was ist das Miasma im Kern? Was hat Hahnemann unter Miasma genau verstanden? Es hat etwas zu tun mit dem Wasser. Und in dem Moment, wo das Wasser nicht mehr fließt, wo es eingesperrt ist, wo es unrein wird, in dem Moment ist es die Krankheit. Und wenn es die Krankheit ist, dann ist es sehr bald das Symptom. Und wenn es das Symptom ist, dann ist es das besondere Symptom. Und wenn es das besondere Symptom ist, dann ist es schon die Medizin im Geiste des Homöopathen. Und das ist immer ein sehr gutes Zeichen, weil dann setzt die Heilung ein. Selbst die Heilung durch den Tod. Hahnemann war Gott sei Dank ein sehr gesunder Mensch. Er hat viele Jahrzehnte gearbeitet, schwer gearbeitet. Er hatte einen Kampf mit den Widersachern, der aber eigentlich nur ein Symptom war, dass er als Idee diese Kraft in die Welt brachte und nicht eigentlich Realität war. Was wirklich war in seiner Wesenheit, war ein sehr guter, liebevoller, sehr sanfter Mensch. Nur was wir heute von ihm wissen, diesen Kampf, diesen Streit, das, was wir heute von ihm glauben, was er auch gesät hat in alle anderen Menschen, in die Homöopathen, in die Allopathen etc., das war eine Illusion. Das ist mehr der tiefere Aspekt, der hier stimmt. Der gute Mensch in Hahnemann. Wir haben verstanden, warum, das habe ich vorhin erklärt. Hahnemann wurde alt und siehe da, mit 80 traf er seine große Liebe. Und ich möchte gerne ein bisschen davon vorlesen. In Paris lebt er mit ihr zusammen und es ist ganz interessant, ein bisschen darüber zu hören. Das Ehepaar Hahnemann passte sich ganz dem Pariser Lebensstil an, gab große Soireen und lud berühmte Leute in das Haus in der Rue de Milan ein. Hahnemanns Geburtstag am 10. April wurde jedes Jahr mit einem großen Fest begangen. Ebenso der Jahrestag seiner Promotion. Ein Journalist gab die folgende Beschreibung von der besonders prächtigen Feier seines 83. Geburtstages am 10. April 1838 in Paris. Wir kamen durch ein Hoftor und einen Hof nach einem von Gartenanlagen umgebenen Hotel, das Hahnemann allein bewohnt, und traten im ersten Stock in einen von Beaumont angefüllten Salon, in dessen Mitte eine mit einem goldenen Lorbeerkranz gezierte Büste Hahnemanns von Marmor stand. Die Büste ist eine Schöpfung Davids, der selbst ein eifriger Anhänger der Homöopathie bei dieser Feier zugegen war.
Dieser ebenso anspruchslose und liebenswürdige als geniale Künstler, während ich mit David sprach, trat Hahnemann, ein blühender Kreis, dem man eher 63 als 83 Jahre geben würde, an die Hand seiner Gattin, einer Frau von geistreichem Äußeren, in den Saal und bewillkommte mit treuherzigem Lächeln und Händedruck seine Gäste. Einer der ersten homöopathischen Ärzte von Paris nahm hierauf den edlen Greis an der Hand und führte ihn vor die bekränzte Büste und verhieß ihm mit begeisterter Rede die Unsterblichkeit. Ihm folgten französische und italienische Dichter mit Festgedichten, worauf deutsche Tonkünstler wie Kalkbrenner Panofka unter anderem die Gesellschaft mit ihrem Spiele entzückten. Am 10. August des folgenden Jahres wurde mit einem noch größeren Fest das 60. Doktorjubiläum Hahnemanns begann. Vor einigen Tagen war in Hahnemanns Hotel in der Straße Milan der 60. Jahrestag seiner Doktorwürde gefeiert. Fast von allen Nationen Europas war der noch blühende, ob schon 84-jährige Kreis beglückwünscht. Zum Teil schriftlich, zumeist durch Repräsentanten. Man hörte fast in allen europäischen Zungen Gedichte deklamieren. Der Name des Meisters ist in aller Munde. Und jedes neue Jahr, das der blühende Kreis der großen Zahl der Alten hinzufügt, indem er aufs Neue die Wahrheit und Kraft seiner Lehre illustriert, wird als ein neuer Triumph gefeiert. Allem Anschein nach erreicht Hahnemann ein volles 100. Er sieht noch aus wie ein grüner 60er und was mehr ist, sein Geist lebt noch in voller Jugendkraft. Noch heilt, denkt und schreibt er wie vor einem halben Jahrhundert. Ja, vielleicht noch mehr und noch besser. Die herrliche Clara Wieck, Landsmännin Hahnemanns, hat die Gesellschaft mit dem schönsten und kunstreichsten entzückt und eine junge deutsche Dilettantin hat zum Lobe des Gefeierten eine herrliche Stimme ertönen lassen. Der berühmte Violoncellist Max Bohrer hat den Schluss gemacht. Klingt so richtig nach Action, ne? Samuels letzte Zeit in Paris war so glücklich wie keine Zeit zuvor. Moskowitsch berichtete, Herr Hofrat Hahnemann lebt in Paris sehr angenehm und erfreut sich einer sehr hohen Achtung bei allen Ständen. Hahnemann selbst äußerte sich ähnlich in vielen Briefen an Freunde. Zum Beispiel am 13. August 1840 schrieb er an Adolf Schretter, Zitat, ich wüsste nicht, wann in meinem langen Leben ich mich gesünder und glücklicher befunden hätte als in Paris. In dem liebevollen Umgang mit meiner treuen Melanie, die für nichts in der Welt mehr Sorge trägt als für mich. Und an Freiherr von Bruno schrieb er am 22. Juli 1841, nach so vielen Verkennungen und Schmähungen von Seiten meiner deutschen Landsleute bin ich endlich glücklich im Hafen eingelaufen, wo ich in nützlicher Tätigkeit ungehindert Gutes durch die wahre einzige Heilkunst tun kann und im Wohlstande leben, selbst zärtlich geliebt von meiner Gattin, die ein Muster an Tugend und Kenntnissen, wie ich sie bei keinem Frauenzimmer in der Welt gefunden, alles Ersinnliche tut, um alle meine Wünsche zu befriedigen. Und mein Leben in Gesundheit und Frohsinn zu verlängern. Ich selbst bin gesund und munter, munterer als ich seit vielen Jahren nicht mehr gewesen und freue mich des Lebens. Auch in seinem letzten Lebensjahr war Hahnemann noch tätig. Am 5. Januar 1843 schrieb er an Charlotte und Luise in Köthen, das waren seine beiden Töchter, Zitat, ich befinde mich mitten im Winter wohl. Ich genieße so viel, es unsere Geschäfte erlauben, das Leben, und werde heute wie jeden Donnerstag in die italienische Oper gehen. Bis Mitternacht mit meiner lieben Melanie und dem Vater der Mill. Ja. Man muss sich das vorstellen. Ein Mann, der ungefähr 80 ist, sitzt in Köthen, total verbittert unter diesen ganzen Büchern. Keiner erkennt ihn an. Er hat natürlich Patienten, hat einige auch geheilt, immer wieder geheilt, die dann da irgendwo so anschleichen in Köthen. Und er sitzt da abends, hat seinen ganz geregelten Gang. Die Frau, seine geliebte Frau, ist schon lange tot. Seine eifersüchtigen Kinder sorgen dafür, dass er bewacht wird. Und er glaubt als Greis, ne, umweht vom Tode,
des Alters, des kommenden Todes im Alter. Nun ist es bald zu Ende und das war's. Ja, und stellt euch vor, die Idee ist ja noch nicht zu Ende gebracht. Da schickt der liebe Gott eine schöne Frau in dieses Loch nach Köthen. Sie kommt da an und verliebt sich in diesen tollen Mann. Und sie sagt sich, jetzt aber los, hier kannst du nur noch versauern. Wir gehen nach Paris. Und in Paris geht dann so richtig das ganze Leben erst richtig los. Und natürlich auch seine ganze Anerkennung. Und das ist doch etwas, was wie in einem Märchen sich anhört. Aber das ist geschehen. Und darüber kann man ja auch nachlesen. Ich kann euch das alles sehr empfehlen. Ein Buch, welches das wunderbare Märchen von dieser unglaublichen Geschichte erzählt, ist zu empfehlen. Aber es gibt viele, viele verschiedene Bücher, die hier sehr, sehr interessant sind. Homöopathie, Potenzen. Potenzen, Kraft. Ja, man scheint, wenn man 80 ist, immer noch sehr potent zu sein. Wenn man eine Frau hat, die 35 Jahre jünger ist, dann ist das doch schon sehr beachtlich. Vielleicht hat er sich ja selbst immer wieder mal ein paar Mittelchen verabreicht und das hat zu diesen Wirkungen geführt. Was sind überhaupt Potenzen? Ein Physiker der heutigen Zeit, Wilfried Hachenei, von dem ich sehr viel halte, sagt, wie sich das Wasser mit den Kräften verbindet, können wir auf der Grundlage der wissenschaftlichen, physikalischen Methodik im Wesen der Homöopathie betrachten. Durch fortwährende Verdünnung, durch Erhöhung der homöopathischen Potenzen, verschwindet der Stoff. Wir erleben, wie die Bildekraft der Substanz an das Wasser übergeht. Wir sehen, wie die Bildekraft sich mit dem Wasser verbindet und unter welchen Voraussetzungen diese Bildekraft wieder freigesetzt wird. Es ist ein großartiges Wechselspiel. Hier wird das ganze Wesen des Lebendigen in Bezug auf die Organismen erkennbar. Wir können hier im Detail erleben, wie die Substanz von der Kraft kommt. Die Kraft ist die Sache, ja? Das ist die Sache. Und das war die Idee. Die Idee, die in Hahnemann so ganz langsam immer mehr in ihn hineingegangen ist, die zu einer Heilslehre wurde und die ganze Welt hat sich darüber aufgeregt und regt sich heute noch darüber auf. Das Kriegsfeld ist also noch nicht zu Ende und die Frage ist, auf welcher Partei man ist, gegen die Homöopathie, für die Homöopathie oder für die eine Position Florence Nightingale, also der Aspekt oder der Stratege. Ja, es gibt tatsächlich zwei Möglichkeiten zu behandeln. Ist das wirklich so? Oder gibt es noch eine dritte Möglichkeit zu behandeln? Naja, nach § 52 des Organon gibt es das nicht. Ja, es gibt nur die Krankheit bekämpfen, palliativ nach § 52 von Hahnemann, oder die Krankheit in Gesundheit umwandeln. Das stimmt. Aber übersetzt könnte man auch sagen, gibt es zwei Möglichkeiten für den Patienten, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die beide Kräfte haben. Dann gibt es sicherlich Kompromisse, die man machen kann. Ja? Aber man kann sicherlich nicht die Krankheit palliativ bekämpfen und homöopathisch therapieren. Das lehnt Hahnemann ab. Im tiefsten Sinne verstehen wir auch warum. Weil es ist ein geistiger Hintergrund bei dieser Tätigkeit der Behandlung angebracht zu überlegen. Ja? Also da müsste man drüber genau reden. Entweder das eine oder das andere, das ist eben schon sinnhaft. Die Indifferenz, nur Krankheitssymptome zu behandeln oder nur die Krankheit zu behandeln, diese Indifferenz müssten wir in egal welcher Behandlung ins Auge fassen. Wir müssen immer realisieren, dass der ganze Mensch die Krankheit entwickelt und dass die Krankheit ein Symptomkomplex entwickelt und wir nicht die Krankheit behandeln, sondern den Kranken, wie Hahnemann sagt. Das Dritte, was entsteht eigentlich in der Welt, wenn wir das eine und das andere zusammen kämpfen lassen, zusammen vereinen lassen, was entsteht eigentlich im Dritten? Das Dritte ist immer etwas, was uns Hoffnung gibt. Etwas, was sich kultiviert aus den Gegensätzen heraus. Es ist die Frucht. Und die Birne steht für die Frucht, die sich hingibt für die Idee des Samens. Und so sollte auch die Medizin sein. Ja?
Aber warum überhaupt immer dieser Streit? Weil die Idee zunächst mal das total Gegensätzliche ist, wenn sie herunterkommt. Die Idee ist ein unkörperliches Wesen, was sich ihre Hüllen und Körperlichkeiten, ihre Schleier, ihren Schutz erkämpfen muss. Und Krieg ist dafür nicht die Lösung, sondern der erste Schritt zum Frieden. Ja, das sind alles philosophische Gedanken, darüber muss man sehr, sehr tief nachdenken und das würde heute hier den Rahmen sprengen. Wir sind ja bei dem dabei herauszufinden, der Birnenbaum ist der Spiegel von diesem Genie. Der Birnenbaum hat die Kraft der Hingabe an das Werk. Wir geben uns in das Werk hinein. Wir geben auf keinen Fall auf für irgendwelche anderen Attribute, sondern wir entsagen der ganzen Geschichte und geben uns voll in das Werk. Das Anhaften an anderen Dingen, die nicht mit dem Werk zu tun haben, wären dann die Gegenseite von diesem menschlichen Charakter. Die Eiferung, das Eifern, was ja auch sehr positiv in dem Sinne ist, kann aber auch kippen in diesem Charakter zur Eifersucht, ja ganz sogar zum Neid. Und immer kann es auch in die Nicht-Akzeptanz von etwas hineinführen. Ja? Man muss sich überlegen, ein Mensch, der nicht akzeptieren kann, der ist immer in irgendeiner Weise polarisierend. Ein Mensch, der akzeptieren kann, steht oberhalb von Schwarz und Weiß, von Polarisierungen. Und damit ist Akzeptanz eigentlich das Heilmittel für einen begrenzten Menschen, eingesperrt in seinen Emotionen oder in seinen mentalen Beurteilungen. Akzeptanz wäre also das höchste Heilmittel. Tja, kann man das akzeptieren? Kann man eigentlich akzeptieren? Kann man es bis zum Kern? Spätestens wenn die Krankheit oder der Tod kommt, kann man das nicht mehr. Der Tod wird von niemandem wirklich akzeptiert. Außer vielleicht von großen Philosophen wie Sokrates und Platon. Niemand weiß, was der Tod ist, ob er nicht für den Menschen das Größte ist unter den Gütern. Sie fürchten ihn, den Tod, aber sie fürchten ihn, ja? Als wüssten sie gewiss, dass er das größte Übel ist. Aber wer sagt das? Wer sagt das? Wer kann uns es sagen? Ja, ob nicht der Tod das größte Prinzip der Geburt ist. Und dass es die größte Übung ist an die Hingabe an die Zeit. Jede Krankheit ist ein Tod. Immer stirbt ein kleiner Teil unseres Ichs in jeder Krankheit. Ob wir Masern haben, ob wir Windpocken haben, wir wissen anhand der Kinderkrankheiten das sehr, sehr genau. Immer stirbt in der Krankheit, wenn wir sie überwinden, ein Teil unseres Ichs, ein Teil unseres Egos. Das würde also bedeuten, dass die Krankheit immer etwas in unserem Ich zur zerfallenden Kraft führt, zum Sterben bringt und dafür in uns mehr Platz schafft für das Selbst. Interessante Idee. Jede Krankheit lässt das Ich sterben, gibt Raum für das Selbst. Sehr interessante Idee. Dann würde es ja Sinn machen, warum man Krankheit fördert, wandelt und zur Gesundheit macht. So schnell wie möglich natürlich. So schnell wie immer auch möglich. Im Sinne der tieferen Idee, dass das Ego stirbt und das Selbst sich entwickeln kann. Das endgültige Sterben, hier steht es, unseres Egos erfolgt im Tod. Das erleuchtete Selbst ergießt sich als Erinnerung in die Welt. Und wer Sterbende begleitet hat, wirklich begleitet hat, nicht als eingedämmerte, mit Morphium vollgestopfte Menschen, sondern in ihrer ganzen Seelenentwicklung bis zum Tod, durch den Tod hinaus, der erkennt auch in den Augen eines Sterbenden, dass das Ich nicht mehr da ist. Dass das Ich von Etappe zu Etappe zerfällt und dass nur noch das Selbst einen anschaut. Und dass dort über die Augen Welten sich verbinden. Und über die Augen, über die Weltenverbindung, die Liebe von einer Idee zur nächsten kommt.
von einer Brücke zur nächsten, also von einem Ufer zum nächsten wandelt. Das zu beobachten, dabei zu sein, das zu machen mit uns Menschen, mit sich und den anderen, das braucht unheimlich viel Mut. Und wer hat das schon? Denn die meisten von uns haben ja Furcht vor dem Tod. Doch nur der Weise kann sich durch das Es erleuchten lassen. Das betrifft genau diesen Vorgang. Nur der Weise, ja, kann sich durch das Es, die Liebe, welches da wandelt über die Brücke von einem Ufer zum anderen, erleuchten lassen. Da brauchen wir Vorbilder. Vorbilder, die den Weg gegangen sind und wissen von diesen Quellen. Hahnemann hat von diesen gewusst, von der Wahrheit gewusst. Er war ein Krieger für die Wahrheit. Aber er war nicht Krieger, weil er gerne Krieg führt, sondern weil seine Idee Frieden war und weil er die Hingabe hatte, in den Krieg hineinzufallen, den Krieg durchzustehen und über das Leben hinaus, über sein Leben weiterzumachen, immer weiterzumachen durch seine Schüler, die sich natürlich weiterentwickeln müssen, die nicht immer an der Stelle stehen sollten, wo sie damals gestanden hätten, vor 200 Jahren oder vor 150 Jahren, die sich auch weiterentwickeln müssen, ja? Die den Satz, macht's nach, aber macht's genau nach, auch im tieferen Sinne verstehen sollten. Ja, durch ihr Leben, der uns wie ein Regenbogen ist, durch ihr Leben, das Leben der Vorbilder, der uns wie ein Regenbogen ist, finden wir die Brücke zu ihnen und finden die Inspiration. Regenbögen sind etwas Wunderschönes. Übrigens kommen sie auch in der Bibel vor. Ich habe einen Bogen gespannt, ja? Regenbögen entstehen ja, wenn der Tropfen Wasser fast rund geworden ist. Wenn der Geist in uns rund ist, dann lässt er alles fallen, was mit dieser Kraft des Negativen, Verunreinigenden zu tun hat. Und weil er das kann, kann er das Licht in Form von Farben, die Kinder des Lichts, aufnehmen. Wasser. Wasser, der Geist des Wassers, der gleichzeitig der Geist des Feuers ist, das ist das, was die homöopathischen Mittel reinigen. Das ist das, was sie erhöhen. Und das ist das auch, was sie im Körper machen können. Ein Mensch wie Hahnemann, das war ein Mensch, der brauchte Ideen. Und zum Glück ist er irgendwann dann auch alt geworden und auch eingeschlafen, denn der wird ja heute noch weiterhin seine Idee immer mehr vervielfältigen. Und wir kommen ja so schnell gar nicht nach, wir brauchen viel mehr Zeit. Wir Menschen sind in der Gemeinschaft ein bisschen langsam. Vor 200 Jahren hat er davon geahnt, 1800 hat er die Idee, 1840, in den 40er Jahren, war die Idee manifest. Und heute diskutieren wir immer noch, stimmt's nicht. Also wir brauchen ein bisschen Zeit und Hahnemann braucht ein bisschen Zeit, sich auszuruhen von dem stimmt's nicht. Also er regeneriert sich ein bisschen bei uns, ja? Inspiriert wie wir sind, auch von seiner großartigen Ausstrahlung, möchte ich gerne noch etwas von einem Physiker Hahnemann sagen, was sehr, sehr gut in diesen Zusammenhang passt. Es ist ein uraltes Problem, das Problem zwischen wahr und richtig, stimmt's oder stimmt's nicht. Richtig gehört einem geschlossenen System an. Wahr gehört zu der lebendigen Welt. Richtiges kann man wiederholen. Wahres lässt sich nicht wiederholen. Es ist nämlich nie gleich. Immer wieder muss es neu erworben, neu verändert werden. Wenn man die Ebenen verwechselt, dann allerdings bringt man wahr und richtig durcheinander. Sankt Kirpal Singh, 1984 gestorben, einer der ganz großen Gurus, Guru heißt Meister, der sagte über ein Genie, was ist eigentlich ein Genie? Und so in der Zusammenfassung, ich sage das jetzt mal so ganz zusammengefasst, sagte er den Schülern, Genies sind nicht einfach Genies, die fallen nicht vom Himmel, wie Leitsterne, wie irgendwelche Sternschnuppen. Genies sind Menschen, die an einer Idee festhalten und ganz, ganz, ganz viel leisten, um diese Idee in die Realität zu bringen. Das sind Schwerstarbeiter,
Und das soll vielleicht einen Hinweis geben, dass wir nicht denken, ach, das ist ein Genie, das werde ich nie. Ja, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Das soll uns vielleicht eine Brücke geben, dass wir alle Genies sind. Die Frage ist nur, wie viel wir dafür leisten. Ja, ein Meister der Homöopathie war Hahnemann. Er war der Meister, selbstverständlich auch der Urvater. Meister der Wahrheit der Heilkunst. Und St. Kirpal Singh sagt, wer die Wahrheit erkannt hat, ist ein Satguru, ein Meister. Sat heißt Wahrheit und Guru heißt Meister, ist also ein Meister der Wahrheit. Der Satguru ist wirklich Sat oder die personifizierte Wahrheit. Das Wort wird wirklich tatsächlich Fleisch und wohnt unter uns. Das Wort, wie die Philosophen sagten, Logos. Durch seine Führung und Unterweisung nimmt es uns mit sich, bis wir gleich ihm das Wort werden, ein bewusstes Prinzip, das in Harmonie mit dem göttlichen Willen auf der Ebene des Höchsten wirkt. Moses hörte von Gott, nimm eine Schlange, setz sie auf den Stab und sag ihnen, sie sollen sie angucken. Das war eigentlich nur ein Wort. Gott sprach das Wort und Moses gab das Wort in die Schlange. Und die Schlange schaute jetzt die Leute an, die gebissen worden sind. Oder schaute der Gebissene die Schlange an? Ah, darüber muss ich jetzt nochmal nachdenken. Doris, kannst du es nochmal wiederholen? Ja, aber brauchen wir nicht, ne? Wir können jetzt einfach die CD kaufen, in den Dings schieben und dann immer wieder hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück. Und dann merken wir plötzlich irgendwas. Jeder merkt ein bisschen was anderes, aber wahrscheinlich begreift jeder etwas. Hahnemann ist das achte große Vorbild. Hahnemann soll vertreten, was der Birnenbaum ist. Was ist der Birnenbaum? Für einen Baum. Wenn ich das so nachlese im Buch, Heilbuch, ja, in unserem Baumbuch, verstehe ich überhaupt nichts. Das hört sich alles sehr mystisch an. Wenn ich aber den Menschen verstehe, der diesen Baum vertritt, dann merke ich, oh weia, das ist ein rechter, anstrengender Aspekt. Hoffentlich bin ich kein Birnenbaum. Da muss ich so viel Entsagung machen. Da muss ich so viel leisten. Da muss ich eine Idee vom Unkörperlichen in die Körperlichkeit bringen. Und da brauche ich so viel strenge Aufbauzeit, um auch Diskussionen standzuhalten. Da habe ich den Kampf zwischen Wissen und Weisheit. Oh weia, hoffentlich bin ich kein Birnenbaum. Der Apfel, Malus, fragt die Birne, wer in der Welt kennt unseren wahren Unterschied? Die Birne antwortet dem Apfel, nur das Wasser kennt ihn wirklich. Nein, widerspricht da der Apfel, auch wenn es mir schwerfällt, nein. Nur der wahrhaftig aufrechte Mensch kennt den Unterschied zwischen uns beiden. Denn dieser Mensch hat das klarste Wasser in sich, das alle Emotionen kennt und doch nur die reinen in sich verwandelten, reines Licht reflektierenden Gefühle in sich kreisen lässt. Ja, bestätigt da die Birne dem Apfel, das ist der wahre Unterschied zwischen uns. Und dieser Mensch, der das reinste Wasser in sich trägt, darf das Ja sagen zur Verwandlung wahrlich vergessen. Er darf es nicht nur vergessen, er darf es und wird es an die Erde verlieren. Und der Apfel antwortet der Birne, wenn die Schwester, die Ja heißt, durch das viele Ja sagen zur Verwandlung so weiblich wird, dass sie zur Erde zurückfallen darf, nachdem sie die Essenz des Ja's in die Welt geboren hat, so fällt mit ihr auch ihr Bruder
das Nein zur Erde zurück. Darauf spricht die Birne zum Apfel: Du bist mein Vorbild. Und du meine Hoffnung, erwidert der Apfel, dass alles Wasser rein sein wird, alle Emotionen gereinigt sind und schillernd leuchtend im Licht, dass Unkenntnis verwandelt sein wird in allumfassende Selbsterkenntnis, badend im Licht. Hier unterhalten sich eigentlich Wissen und Weisheit. Und das Beruhigende ist, zunächst mal klingt es wie ein Gegensatz. Das Beruhigende ist, dass sie zu einer Schlussfolgerung zusammenkommen und sich irgendwie auf eine ganz merkwürdige Weise, obwohl sie so verschieden sind, einig werden. Das ist doch auch sehr beruhigend für uns. Ja, nun wollen wir uns ein bisschen entspannen. Jetzt wollen wir Hahnemanns Wesenswirken. Thank you.
Über Hahnemann könnte ich persönlich noch sehr, sehr lange sprechen. Es ist halt ein Leben, das so voll war von interessanten Begebenheiten, von so viel Kraft, so viele unglaubliche Gedankengänge, auch so viel Präzision in seinen Gedanken. Aber wir haben eine zeitliche Begrenzung. Trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, dass ich nochmal zurückkomme zu dem, was ich gesagt habe am Anfang. Hahnemann ist ein König gewesen, ein großer, mächtiger König. Und er hat sein Reich verloren, um zu wandeln, um zu einem Priester zu werden. Und Ärzte sollten ein bisschen einen Touch von einem Priester haben, so wie das früher im alten Ägypten klar war. Und Priester sollten ein bisschen einen Touch haben von Ärzten. Und warum sollte das so sein? Weil Medizin muss etwas zu tun haben mit Wahrheit. Und Wahrheit muss etwas zu tun haben mit Medizin. Also kommen die Dinge zusammen. Und wenn das passiert, und das wird die Zukunft werden, dann werden die Priester wieder zu Königen. In diesem Sinne wünsche ich allen von uns, dass wir Krankheiten haben, damit unser Ego sich wandeln kann und dass wir die richtige Medizin haben. Die richtige Medizin. Die Medizin, die etwas zu tun hat mit dem, was Wahrheit ist. Wie wir uns in die Krankheit hineingeben und wie wir uns wieder rausgeben, das ist sehr, sehr persönlich und jeder hat seine eigene persönliche Symptomatik. Aber für jeden ist ein Pflänzlein unter diesem Himmel gewachsen. Man muss sich nur ausrichten und dann findet das Pflänzlein den Kranken. Davon bin ich im Laufe der Jahre überzeugt. Es ist so. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und selbst im Tod, wenn man einen Menschen begleitet, sie stirbt wirklich nie. Und ich habe früher mich immer gewundert, warum, wenn Sterbende eigentlich da sind, warum gibt man ihnen immer wieder die Hoffnung? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Aber heute verstehe ich, dass der Mensch nicht stirbt. Dass deshalb auch die Hoffnung nicht stirbt. Und deshalb sagt man wahrscheinlich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie stirbt eigentlich nie. Hahnemann hat es gewusst, hat seine Idee gehalten und hat nie aufgegeben, dieser Idee die passenden Kleider zu geben. Eine sehr mutige Seele, die den Samen so trägt, trotz aller Faulheit um sich selbst herum. In seinem Sinne müssen noch viele, viele Menschen geboren werden, denn das war wirklich ein sehr, sehr großes Genie. Ich hoffe, dass ihr viel über das nachdenkt und dass ihr in einem anderen Bewusstsein Homöopathie einnimmt, immer mit einem, vielleicht mit einem Dank an den großen Meister der Homöopathie, der so gerungen hat, um das möglich zu machen, dass wir eine Medizin der Zukunft haben, wie Wilthoekers das so schön ausdrückt. Vielen herzlichen Dank. Danke. Die wichtigsten Punkte zum Vorbild- und Baumcharakter sind aufgeführt unter dem Button Mehr ansehen. Die Original-Baumessenzen, hergestellt aus der Ursubstanz persönlich ausgesuchter starker Bäume, erhalten Sie im Shop auf der Webseite www.praxisrichter.com. Wir freuen uns über Ihr Like, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Durch einen Klick auf den Button abonnieren Sie den Kanal Baumheilkunde mit Doris Richter. So werden Sie regelmäßig informiert werden, wenn ein weiterer Vortrag veröffentlicht werden wird.